Samenspenderinnen und Samenspender, willkommen zu unserem neuen Comic-Podcast Lesewut, live aus dem Keller von Tims Mutter. Wir haben Gäste so geil, dass die Zucchini vom Hulk anschwillt, mit dem Gastgeber Overskilled, Martin. Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe eines niegelnagelneuen Podcasts mit dem Namen Lesewut. Mein Name ist Martin und ich habe natürlich auch Mitstreiter dabei, nämlich einmal den Timo. Hallo, schön hier zu sein. Und den Tim. Wunderschönen Abend, hallo. Ja, schön, dass ihr es einrichten konntet, dass ihr dabei seid. Für alle, die jetzt zuhören, vielleicht kennt ihr uns noch nicht, ist sehr wahrscheinlich bei der ersten Folge. Wo kommen wir her und was machen wir hier eigentlich? Ja, wir sind entstanden aus einem Sammelsurium aus videospielbegeisterten Freunden namens Daddel Club. Falls ihr mal schauen wollt, was wir so machen, dann schaut einfach bei www.daddelclub.de vorbei oder auf unserer Facebook-Seite oder bei Instagram oder wo auch immer, damit ihr einen kurzen Überblick von dem bekommt, was wir eigentlich machen. Und wir produzieren unter anderem auch ab und zu mal YouTube-Videos. Wir sind auf einer Berliner Party-Reihe und haben dort einen Gaming-Floor. Ja, genau, und das tun wir. Wenn ihr da, wie gesagt, mehr wissen wollt drüber, dann besucht unsere Facebook-Seite. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Bisher ging es in unseren vergangenen Podcast, nämlich dem Podcast Sprechreiz, den wir halt früher schon mal hatten, um Videospiele. Aber heute und in diesem Podcast soll es nicht um Videospiele gehen, sondern das, was uns drei verbindet, sind die Comics. Ja, das stimmt. So ist es. Genau. Und kurz zum Konzept, also wie das Ganze hier laufen soll. Es sind keine Reviews, die wir machen. Wir sind lediglich Freunde, die über Comics quatschen. Es kann also vorkommen, dass wir fachlich falsche Aussagen treffen. Seid uns da nicht böse. Außerdem werden wir nicht immer politisch korrekt sein und ab und zu auch mal untenrum. Also wundert euch nicht, wenn es hier auch mal um Penis und Vaginas geht. Und wir sind natürlich auch keine absoluten Profis, ne? Genau, wir sind keine absoluten Profis. Dazu kommen wir auch noch gleich. Deswegen hat dieser Podcast natürlich auch den Untertitel Comic-Stammtisch. Also es ist keine Comic-Super-Review-Seite oder Review-Podcast, sondern es geht wirklich darum, einfach über Comics zu quatschen, so wie es Freunde an einem reich gedeckten Tisch mit Bier tun würden. Kommen wir dann außerdem zu den Comics. Wir besprechen maximal 2 Comics pro Podcast, also pro Person. 2 Comics, es können weniger sein. Und wir sind auch nicht begrenzt, was für Comics es sind. Also es kann eine Marvel-Comic sein, es kann DC-Comic sein, es können auch mal Mangas sein oder auch irgendwelche franco-belgischen Comics. Also da sind wir ganz offen, was da besprochen wird. Also wir sind da nicht so festgefahren. Außerdem haben wir uns überlegt, wir haben ein kleines Ritual und das wollen wir jetzt einfach mal starten. Dieses Ritual werden wir jedes Mal haben bei jedem Podcast, nämlich das Bier. Denn neben Comics ist Bier das, was uns verbindet. Jeder bringt immer ein Bier in den Podcast mit. Und dann würde ich sagen, Tino, was hast du für ein Bier heute dabei? Mein Bier knüpft quasi an den Charakter an, um den es heute auch bei meinem Comic gehen soll, nämlich jemand mit einer Persönlichkeitsstörung. Dementsprechend trinke ich heute ein Schöfferhofer Hefeweizen mit Bananensaft, so genannt auch das Muschibier für die Männer, die auf Bananen stehen. Bananenweizen sozusagen. Genau, ein Bananenweizen werde ich trinken. Da muss ich jetzt echt nochmal überlegen, was du für ein Comic hast, dass das dazu passt. Ja. Tim, was hast du für ein Bier dabei? Ja, ich trinke ja nicht gerne alleine, da wir ja vom Computer sitzen, ist das ja für mich irgendwie alleine. Deswegen habe ich mir ein alkoholfreies Bier geholt, wie schon angekündigt. Und ich habe ein unglaublich schönes Löwenbräu geholt, habe mir auch ein Glas geholt und das Original aus Bayern, Löwenbräu, alkoholfrei. Und werde es jetzt öffnen. Oder? Warte mal kurz. Das wollen wir zusammen machen. Okay. Nein, wir öffnen zusammen, genau. Weil ich habe nämlich, das ist gerade witzig, weil wir alle in der ähnlichen Region gerade hier zu Gange sind. Denn ich habe ein Erdinger Weißbier dabei. Oh Gott. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir öffnen einfach mal die Bierflaschen. So. Sehr schön. War jetzt nicht wirklich laut. Nee, ist bei mir auch nicht. Aber das ist bestimmt. Ja, weil irgendwie die Vorbereitung hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe schon angefangen zu saufen. Was ich mir noch überlegt habe, das wisst ihr beide jetzt nicht. Tino könnte das vielleicht erahnen. Und zwar habe ich mir noch überlegt, dass wir in dem Podcast immer ein Axel Stoll-Zitat vorlesen. Immer zum Bier. Und ich habe gesehen, da gibt es Hunderte. Und das ist ganz gut. Ja. Und das Zitat dieses Podcasts ist: Licht ist keine Grenzgeschwindigkeit. Vorsicht! Skalarwellen und stehende Wellen hat ein Vielfaches mehr. Ja, das war. Muss man wissen. Muss man wissen. Hashtag muss man wissen.
Genau, und jetzt habt ihr alle wunderschön auch schon die Namen gehört. Ihr wisst, wie wir heißen. Ihr wisst, dass wir alle drei männlich sind, vermeintlich. Also man munkelt. Man mag es ahnen. Aber natürlich, was die meisten von euch interessieren wird, ist, was lesen wir für Comics? Also was haben wir für Vorlieben? Und da würde ich sagen, starten wir einfach mal mit Tim dieses Mal. Tim, was sind denn deine Vorlieben? Was hörst du so? Wie würdest du dich Comic-Konsum-technisch beschreiben? Also zum einen möchte ich erstmal sagen, dass ich ja von uns dreien am wenigsten, also die kürzeste Zeit habe, die ich Comics lese. Also ich habe zwar früher mal in Apps so Comics gelesen, wie ich euch schon mal erzählt habe. Ja. Also in Apps halt digitale Comics, das gibt's mittlerweile nicht mehr. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich damals so erwünscht war. Aber vor einem halben Jahr ungefähr, weiß ich gar nicht mehr genau, lass mich lügen, ein halbes, dreiviertel Jahr vielleicht, habe ich angefangen. Damals mit dem Daredevil-Comic und dem Hawkeye-Comic. Hatte zwei Comics, dann ewig gelesen. Ah nee, ich habe gelogen. Ich habe gelogen im Podcast. Mein erster richtiger Comic war Fables von euch. Zu Geburtstag vor 2 Jahren. Ach krass, das war dein erster Comic? Mein erster richtiger. Also gut, wenn man die lustigen Taschenbücher und so als Kinder weglässt. Aber jetzt im Erwachsenenalter halt mein erster richtiger Comic halt. Ja, und da habe ich angefangen. Und ich brauche mal kurz einen Schluck Bier. Ja, dann lass sie schmecken. Oh, da habe ich angefangen. Und seitdem hat sich ständig erweitert. Das hat dann Pausen danach, aber irgendwann hatte ich dann richtig Bock. Ich glaube, ich habe im Fernsehen irgendeine Serie gesehen, irgendeine DC-Serie, die ja gerade massenweise laufen. Flash war's. Und da hatte ich richtig Bock auf Flash und die Justice League. Und dann habe ich halt angefangen, die zu holen. Da wollte ich immer wissen, wie es weitergeht. Und da ist bei mir so eine Sucht entstanden. Und ich kaufe ja gerne Comics schon im Voraus. Wenn mir ein Band gefallen hat, hole ich am liebsten gleich 5 danach. Also man muss dazu sagen, um da mal reinzugrätschen kurz, Tim. Ja. Es gab eine Zeit, also mal zu sagen, ich habe kurz, also nicht viel, aber kurz vorher, vor Tim angefangen mit Comics. Und er hat inzwischen, glaube ich, doppelte an dem, was ich eigentlich habe, wenn nicht sogar mehr. Und hatte zwischenzeitlich auch nur irgendwie ein Drittel seiner Comics überhaupt gelesen. Um das mal kurz zu beschreiben, was Comicsucht in diesem Falle heißt. Richtig, also ich sammle aktiv ungefähr, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr vielleicht und habe jetzt über 100 Comics, also alles Softcover, keine Magazine. Also außer die kostenlosen Comics, aber die zähle ich jetzt nicht dazu. Ja, und meine Vorlieben sind halt, wie schon gesagt, eher im DC-Bereich angesiedelt. Ich liebe die DC-Helden, aber allgemein auf streut sich das gerade und ich entdecke neue Sachen. Und das wird auch über die Monate, die wir jetzt diesen Podcast hoffentlich weiterführen, sicher noch weiterentwickeln. Und ja, da geht's halt hin, DC Comics. Und in die Richtung gehen halt auch meine Comics. Cool. Aber das dazu später. Ja, dann machen wir gleich weiter mit Tino. Du bist ja der weißbärtige, der weiße Zauberer hier in unserer Runde. Untenrum. Der Gandalf der Weiße, ja. Also Tino, also ich kenne Tino eigentlich nur Comic lesen und wir kennen uns eigentlich schon eine ganze Weile. Ja, Tino, dann hau mal rein. Also an dem Abend, wo ich dir auch den Fussel, den ich übrigens aufgehoben habe, in einer kleinen Schatulle, als wir uns kennengelernt haben, aus dem Bauchnabel leckte oder poolte, ich weiß es nicht mehr. Eins von beiden, ich war sehr betrunken. Ja, da habe ich schon Comics gelesen und zwar, ich habe mich früher dafür überhaupt nicht interessiert. Hab zwar meine Manga- und Anime-Phase gehabt, so wie jeder irgendwie von uns, und hab aber irgendwie das Interesse dran verloren. Andere Medien waren für mich interessanter und irgendwann hatte ich einen Freund, den Tim, nicht der Tim, der hier ist, sondern jemand anderes, ein anderer Tim, und ein junger, geschäftstüchtiger Mann, der sehr viel Comics gelesen hat und riesige Sammlungen hatte, und zum Anfang ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber irgendwann schon, weil er sehr viel Ahnung hatte von der Materie, und da war gerade auch die Zeit, wo Spider-Man und sowas rauskam und naja, also die ersten Spider-Man-Filme und X-Men und so weiter, und er konnte immer irgendwas erklären und irgendwann fand ich das interessant und habe gesagt, ey, leih mir doch mal was aus, und er hat mir die ultimativen Avengers ausgeliehen und das waren quasi sozusagen die ersten Comic-Bände oder Magazine, die ich überhaupt in der Hand hatte, so bewusst und bewusst gelesen habe. Die habe ich gefressen. Hab danach aber irgendwie wieder andere Dinge interessant gefunden und bin dann mit Deadpool, der Söldner mit der großen Klappe, mit dem Softcover-Band eingestiegen
Und dann war, glaube ich, das zweite Comic war sogar Civil War, wenn ich mich nicht irre. Und somit begann das Ganze. Und mir hat man ja eine Weile nachgesagt, ich wäre jemand, der viel konsumiert und viel kauft und wenig konsumiert, so rum. Zum Glück wurde ich ja diesbezüglich abgelöst. Ja. Aber ich glaube, da nehmen wir uns nicht viel. Das doch ich schon. Ich denke schon. Aber auf jeden Fall, also generell konsumiere ich gerne Marvel Comics. Ich bin DC grundsätzlich nicht abgelehnt. Ich glaube, auch einer meiner ersten Comics neben Civil War war gewesen The Killing Joke von, also Batman The Killing Joke. Da hat mir auch meine damalige Freundin ein Bild gemalt, was bei mir hier noch sogar an der Wand hängt. Kennt ihr ja. Ja. Und hab aber für DC irgendwie nicht so das Interesse entwickelt, beziehungsweise hatte ich immer das Gefühl, dass DC irgendwie in den 60ern und 80ern stecken geblieben ist. Muss aber sagen, mittlerweile nehmen sich da Marvel und DC nicht mehr so viel. Und ich finde teilweise die DC-Comics sogar ein bisschen heftiger, auch von der Art, wie sie gezeichnet sind, auch von der Gewaltdarstellung her. Also es ist sehr interessant, aber grundsätzlich lese ich mehr Marvel-Comics, weil mich die Events da einfach mehr interessieren und catchen. Und vor allem auch viele Charaktere mehr catchen, die es so im DC-Universum in der Form nicht gibt. Wobei ich ja schon mal in einem anderen Podcast, glaube ich, gesagt habe, dass man uns, egal auf welcher Seite, immer den gleichen Scheiß verkauft. Nur mit einem anderen Namen. Ja, das stimmt wohl. Stimmt bei einigen Charakteren, ja. Genau. Und aber das ist so mein Schwerpunkt. Und momentan konzentriere ich mich nach einem sehr großen Event, was ich gelesen habe, was mich ein bisschen ernüchtert zurückgelassen hat. Konzentriere ich mich jetzt momentan eher auf kleinere Comic-Serien, die so Episoden oder Kurzgeschichten erzählen, weil ich das momentan viel spannender finde. Bis zum nächsten großen Event, was mich vielleicht. Ja, vor allem ist es so bei den kleineren, dass man da auch vielleicht unter Umständen mal was Abgeschlossenes hat, ne? Oder ist einfach nur float. Also bei den großen, oder so. Bei großen Megabänden kennst du ja selber, kann es mal sein, dass die Zeichenstile variieren und so weiter und so fort. Und auch hier, ja, auch wie schon im Daddel Club selbst, bin ich eine kleine Grafikhure. Das heißt, wenn mir optisch was nicht gefällt, lasse ich einen Comic auch einfach mal liegen und sage, dann lese ich ihn nicht. Ja, aber es ist ja nicht ungewöhnlich. Es ist ein großer Bestandteil, den Comics halt ausmachen, ne? Also das ist, musst du mal ganz klar sagen. Was ich noch zum Flow sagen wollte, ist, dass ich das verstehe. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig. Und gerade bei Events hat man das Problem, dass man da ganz viele verschiedene Bänder teilweise lesen muss, wenn man wirklich so die Handlungsstränge voll nachvollziehen will. Und bei so kleinen quasi Sonderbänden oder Mini-Bänden oder wie man es auch, also diese Mini-Geschichten quasi, die in sich geschlossen sind, ist das halt viel einfacher und angenehmer. Und da hat man halt den Flow, liest 5, 6 Bänder und dann hat sich das auch so in die Richtung. Und das ist manchmal auch sehr angenehm. Ja. Sehr cool. Mache ich einfach mit mir weiter. Und zwar ist es tatsächlich so, dass ich meinen ersten Comic wirklich von, also wenn ich jetzt wirklich mal so Mickey Mouse und so ein Zeug und Fix und Foxy mal weglasse, ist es tatsächlich auch bei von dir gewesen, Tino. Ich glaube, du hast mir meinen ersten Comic geliehen, den ich dann gelesen habe. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Er hieß bestimmt Untenrum. Die Kategorie von Tinos Untenrum. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Aber dann fing ich halt an, mich dafür zu begeistern und diese riesen Universen, die da erschaffen werden und die ganzen Zusammenhänge, so, das ist ja schon, wenn man einmal in diesem Sog drin ist, dann will man irgendwie auch alles wissen. Und das lassen sich die Verlage halt gut bezahlen, dass man alles wissen will, muss man dazu mal sagen. Ansonsten bin ich jemand, der gerne Backsteine kauft, das heißt, ich habe überwiegend eigentlich Megabände, natürlich auch wegen Preis-Leistungs-Verhältnis, aber auch, weil ich einfach so viel wie möglich von allem mitbekomme, was dann natürlich dann immer öfter also die Story muss öfter mal drunter leiden, weil diese Megabände sind natürlich aus einzelnen Comics zusammengewürfelt, um irgendwie dieses Event, was da vorgestellt wird oder gezeigt wird, irgendwie abzuschließen und in der Gänze zu zeigen oder zumindest zu versuchen, es zu zeigen. Ja, genau. Also Megabände sind so das, was ich am meisten lese. Ansonsten lese ich auch ein bisschen Manga, aber dann eher so Mainstream-Sachen. Ich lese One Piece und Fairy Tail und habe jetzt angefangen mit Neon Genesis Evangelion. Aber da habe ich auch mir den ersten Band nur geholt und also habe noch gar nicht reingeschaut. Das sind so die Sachen, und die mich begeistern. Ansonsten überwiegend Marvel-Leser. Und ich lese aber als einziges DC-Comic lese ich Green Lantern. Also das ist eigentlich meine Leidenschaft im DC-Bereich.
Guardians of the Galaxy, alles, was mit Weltraum zu tun hat, finde ich in Comics immer cool. Also Thanos oder Guardians of the Galaxy, was ich gerade schon gesagt habe, das begeistert mich. Und Green Lantern hat ja auch im Weltraum zu tun. Also das finde ich immer super. Ja, genau. Und wie schon gesagt, wir haben uns überlegt, dass wir maximal zwei Comics behandeln. Und ich überlege gerade, wie wir am besten anfangen. Ach so, eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Wir werden hier wahrscheinlich auch spoilern. Das heißt, also ich möchte jetzt nicht unbedingt auf Spoiler 8 geben. Also ich persönlich werde jetzt nicht die komplette Geschichte erzählen. Ich werde dann sagen, irgendwann abbrechen und sagen, dann geht es weiter und so fort. Aber wir werden jetzt auch nicht überlegen, ob wir jetzt irgendjemanden spoilern könnten oder nicht, weil das wird unweigerlich irgendwie passieren. Das heißt, wenn ihr unbedingt diesen Comic lesen wollt noch, den wir da besprechen, dann müsst ihr leider aufhören zu hören. Ist ein bisschen blöd, aber wir werden hier nicht darauf Acht geben, dass wir irgendjemanden spoilern. Genau, Tino, du hast ja vorhin eigentlich schon ein bisschen angeteasert und hast uns auf die Folter gespannt mit deinem Bier, was für ein Comic du heute vorstellst, oder mit nicht vorstellst, das stimmt ja nicht ganz, aber über welchen Comic du heute sprechen möchtest. Ja. Hast du es vergessen? Ganz spontan habe ich es vergessen. Nein, es soll um bei mir heute um Moon Knight gehen. Und zwar den ersten Band. Aus dem Reich der Toten. Ja, geil. Also ich muss mal gleich, um vorweg zu sagen, das ist ein Comic, den ich immer wieder im Comicbuchladen in der Hand habe oder hatte. Ja. Und immer wieder gedacht hat, so, na, soll ich? Aber traut sich immer nicht ran, weil es halt nicht so populär ist. Ja, erzähl mal, was hat dich daran begeistert und wie fandst du den denn im Endeffekt? Ja, also grundsätzlich dazu gibt's auch eine Geschichte. Ich hatte ihn nämlich auch schon mehrfach in der Hand, habe ihn aber nie aufgeschlagen, weil, wie gesagt, ich bin eine Grafikhure. Und oft haben mich dann Comics abgeschreckt, obwohl sie gute Storys bieten oder interessante Aspekte. Und ja, das Interessante dabei war, dass ein Bekannter, der Markus, kennt ihr ja alle, den Herrn, Grüße. Mir damals gesagt hat, also wir hatten einen kurzen Streit, das habt ihr nicht mitbekommen, oder Martin war ja gar nicht mit dabei, glaube ich. Habt ihr gar nicht mitbekommen, und ich habe mich mit ihm gestritten, nämlich ich meinte zu ihm, dass ich das DC-Universum schwul finde und dass Batman und Superman das alles schwuchteln und die gehen mir alle voll auf den Sack und mit ihren hautengen Kostümchen und so, die sollen auf eine Fetischparty gehen, aber bitte nicht in Comics irgendwie vorkommen. Und das ging dann hin und her und war aber sehr lustig. Und irgendwann meinte er so, ja, ich lese doch nicht nur sowas, sondern auch Moon Knight. Und der ist genauso ein Psycho wie du, Tino. Dachte ich so, okay, wenn jemand einen Charakter mit mir identifizieren kann und sagt so, ey, der ist wie du, muss ich lesen. Also habe ich den Band genommen, aufgeschlagen und mich quasi instant verliebt. Es grundsätzlich geht es um Mark Spector, der war früher bei einer Spezialeinheit, wurde aber in einem Einsatz quasi verraten in Ägypten und ist krepiert. Und die Gottheit Khonshu, sozusagen der ägyptische Wächter über die Nacht, die Gottheit des Mondes, der die Reisenden beschützt, aber sich auch von Herzen ernährt, das ist ein wesentlicher Bestandteil, hat dem jungen Mann das Leben gerettet und von ihm Besitz ergriffen. Und ja, der gute Mark Spector hatte 1975 seinen ersten Auftritt und wurde damals von Doug Mönch, ich dachte, ich schreibe mir das einfach mal auf, und dem Zeichner Don Perlin wurde er interpretiert und wurde dann aber auch wieder aus der Marvel-Geschichte mehr oder weniger gestrichen. Also der war dann auch mal geheimer Rächer und so weiter und so fort. Verschwand dann aber in einer seiner Bände, weil er total wahnsinnig geworden ist. Und so wie ich ja vorhin schon ankündigte, multiple Persönlichkeitsstörung. Der gute Mark wurde nicht nur getötet, sondern hat auch deftig einen auf die Omme bekommen. Und dementsprechend hat ein echtes Problem. Ab und zu hält er innere Dialoge oder beziehungsweise Streitgespräche mit Captain America, Spidey und Wolverine, weil er der Meinung ist, er wäre diese Persönlichkeiten. Zudem hat er aber auch noch andere Persönlichkeiten, die von Miniband zu Miniband sich sogar erweitern. Also ich sage, seine Entwicklung ist noch nicht am Ende angekommen und hat natürlich einen unglaublich hohen Unterhaltungswert. Ja, und der erste Band aus dem Reich der Toten behandelt 6 Kurzgeschichten, die unabhängig voneinander sind, was ich sehr angenehm fand. Es war halt nicht der klassische Einstieg, hier hast du einen Superhelden, der ist so und so entstanden, oder einen Antihelden in dem Fall,
sondern der ist so und so entstanden, sondern du wirst ins kalte Wasser geworfen, mit der Persönlichkeit konfrontiert. Und im Laufe dieser 6 Minigeschichten, die auch nicht zusammenhängen, gibt sich aber einfach so ein riesiger Teaser quasi für dich selber, dass ich die Person so interessant finde, dass ich sage, ich will den nächsten Comic lesen. Weil der, also der Band 2 beinhaltet Geschichten, die zusammenhängen. Und diese 6 Kurzgeschichten sind sehr abgefahren inszeniert. Die unterscheiden sich alle komplett, außer am Zeichenstil. Übrigens, Autor war bei diesem Comicband Warren Ellis. Den müsste man kennen, wenn man Marvel-Verfilmungen kennt. Der war zum Beispiel für Iron Man 3 zuständig, aber auch für die Red-Filme. Ist das jetzt ein Autor oder Zeichner? Ist ein Autor, sag ich ja. Genau. Und okay, okay. Der hat aber auch viele andere Comicbände gezeichnet. Der hat unzählige Sachen gemacht. Zum Beispiel Iron Man Extremis, Secret Avengers und so. Ist eine ganz große Hausnummer. Die Nerds unter euch, die uns zuhören, werden wahrscheinlich schon aufspringen und sagen, da gab es ja noch viel mehr. Also der hat unglaublich viel gemacht. Und der Zeichner, und das finde ich ziemlich geil, ist Declan Shevley. Der ist Ire, macht ihn schon mal sympathisch, weil Iren sind ja meistens auch irre. Und war das jetzt ein Wortspiel? War richtig ein Wortspiel. Und der hat halt so Sachen wie 28 Days Later gezeichnet, bestimmte Deadpool-Comics, der hat Venom gezeichnet. Also der Typ hat echt was auf dem Kasten und das ist eine ganz spezielle Zeichenart, muss ich wirklich sagen. Und ja, ich gucke mir das gerade an, da hast recht. Also ja. Da habe ich erst gedacht, so hoch, krass, ist echt mal was anderes. Ja, aber die Kurzgeschichten sind allesamt super spannend. Ich will jetzt, wie gesagt, eigentlich gar nicht spoilern. Einmal geht es um einen verrückten Ex-Marine, der sich Körperteile zusammensucht, also abends Bodybuilder überfällt und sich Körperteile zusammensucht. Ein ehemaliger S.H.I.E.L.D.-Agent ist das. Der versucht, damit weiter zu überleben und näht die sich so an den Körper und so. Also ziemlich abgefahren auch. Also sehr morbide. Wirklich sehr, sehr morbide. Dann das zweite ist ein Kampf gegen einen Heckenschützen. Die ersten Seiten sind so gut gezeichnet. Also das ist wirklich rein von der Interpretation, von der Panel-Anordnung und so, ist es unglaublich gut. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Die Geschichte, die für mich da aber rausgestochen ist, war unter anderem eine Geistergeschichte, wo es um Geisterpunks geht, sehr klassisch 80er, ja. Ja. irgendwie die Stadt terrorisieren. Also es hat auch so einen leichten Mystik-Einschlag teilweise. Er hat dann auch unterschiedliche Rüstungen und nutzt diese auch. Und die Geschichte, die ich am geilsten fand eigentlich in dem Band, ging um einen Halluzinogen- und Schlafexperimente und auch super verstörend, absolut geniale Bildsprache. Und das Ganze aber mit deftiger Gewalt, wie ich sie ehrlich gesagt nur aus den Deadpool-Comics oder halt auch aus verschiedensten DC-Ablegern kenne. Bei Marvel ist ja sonst immer alles ein bisschen bunter, muss man ja ehrlich sagen. Aber der gute Mark Spector nimmt sich hier nichts und bricht Arme, Köpfe, Beine. Er ist nicht gerade zimperlich. Also ich finde, es erinnert mich so ein bisschen, ich habe von DC so ein Rorschach-Comic gelesen und das erinnert mich so ein bisschen daran. Das ist halt auch sehr düster und genau. Wie gesagt, sehr morbide und ja. Ja, und er ist auch so, man kann ihn nicht richtig zuordnen, ja. Also er hat Motive, die teilweise nicht nachvollziehbar sind. Manchmal wirkt er wie ein Gutmensch, im nächsten Moment bricht er jemanden das Genick und denkst so, okay, kein klassischer Held, ist in Ordnung. Es ist alles sehr überzogen. Aber wie macht er das dann mit den Herzen? Du hast gesagt, er ist Herzen. Habe ich doch so richtig in Erinnerung? Die Gottheit ernährt sich von Herzen. Ah, okay. So, und das kann ich dir nicht sagen, weil dann sprechen wir von Band 2 und 3. Und wir behandeln hier nur Band 1. Ich habe auch noch mal eine Frage dazu. Und zwar ganz kurz für euch, die ihr zuhört. Wir schicken uns gegenseitig immer die Links mit den Comics, damit man die ersten paar Seiten mal sich anschauen kann. Und ich sehe, dass der Protagonist hier ausschließlich in weiß und schwarz gezeichnet ist. Zieht sich das komplett so durch? Ja, oder? Komplett. Okay. Außer wenn er quasi nur Mark Spector ist, also quasi keine weiteren Klamotten trägt, ist er eigentlich. Also es ist trotzdem ein sehr krassen Grauton. So, aber er trägt eigentlich immer weiß. Immer. Das sieht man ja auch auf den ersten Seiten, wo er da im Auto sitzt. Er wird mal gefragt von einem Detektiv, von einem Polizisten, mit dem er zusammenarbeitet, so ein bisschen wie so eine Verbindung wie zwischen Commissioner Gordon und Batman,
nur ein bisschen morbider, weil der Commissioner ja genau weiß, was da läuft und wie er umgeht mit den Leuten, dass er die nicht unbedingt am Leben lässt oder so stark verstümmelt, dass sie im Knast halt Bumsklumpen nennt man das ja dann auch. Egal, auf jeden Fall. Er antwortet auf die Frage, warum tragen sie eigentlich weiß, damit die Leute mich sehen? Seine Antwort. Er möchte gesehen werden. Ist immer das Gegenteil von dem, was eigentlich überall sonst immer ist. Ne? Man will eigentlich nicht gesehen werden. Genau, und er will gesehen werden und möchte, also geht dementsprechend auch um. Er hat auch einen starken inneren Dialog, der aber im ersten Band nur in den letzten Panels der einzelnen Geschichten manchmal ein bisschen hervorscheint. Da ist aber noch nicht ganz klar, mit welchen Figuren er da kommuniziert. So richtig kann man das nicht zuordnen, mit welchen Persönlichkeiten er da gerade eigentlich einen Dialog führt. Mit Khonshu auf jeden Fall, also mit dieser Gottheit, spricht er sehr oft. Aber das ist alles noch so ein bisschen unklar und das macht das Ganze auch noch so interessant. Ja, das ist wie, wenn man Frauen aufreißt, ein wenig Nebel und Mystik. Verstehst du? Nein, also es ist, ich kann das wirklich nur euch ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Es hat mich lange abgeschreckt. Hm. Aber ich muss sagen, ich liebe Moon Knight und ich habe ihn mir sogar bei Panini jetzt abonniert. Sag mir mal kurz, was für ein Format das ist. Also wie viele Seiten ist es? Ist das ein dünnes Heft oder ist es ein Softcover? Also ich habe auch keine Magazine, genauso wie Tim. Also ich habe Magazine, aber das sind Sachen, die ich mal zum Geburtstag gekriegt habe oder weiß ich was, Unwissende mir was geschenkt haben. Aber auf jeden Fall, nein, Quatsch. habe ich aber grundsätzlich sammle ich Softcover und Megabände und es ist eine Softcover-Größe und der erste Band ist sogar ein großer Softcover mit irgendwie, ich glaube, 130 oder so Seiten. Also ist schon. Und die Inszenierung, also was ich auch cool finde, ist die Inszenierung auf den ersten Seiten. Das ist immer wie in einem Film. Du hast immer einzelne Bilder und dann Marvel präsentiert und dann passiert immer irgendwas. Moon Knight, so. Das ist immer ganz geil. So. Also quasi wie so ein Intro. Na, wie in den 80er-Jahre Detektiv- oder Krimi-Film, so, weißt du? Also es ist echt. Wie gesagt, er hat ja auch den Ursprung in den 75ern und der Warren Ellis und der Chevalier, denen war das sehr wichtig bei beim Zeichnen und Aufarbeiten, dass es den gleichen Stil beibehält. Und das Interessante, mal so Side-Fact nebenbei, bei den unterschiedlichen Bänden sind es immer andere Autoren und Zeichner. Die Zeichner müssen aber den gleichen Zeichenstil beibehalten, mit ihrem eigenen Charme aber versehen. Also da ändert sich quasi nichts. Das, was mich ja oft aufregt, dass dann irgendwas sich irgendwie verändert, und zwar zum sehr Negativen, sondern dass es vom Zeichenstil grundsätzlich, also vom Grundstil ähnlich bleibt. Und das finde ich sehr angenehm. Ja, okay. Das kann ich voll nachvollziehen. Wie ist denn das, gibt es, also du hast schon angesprochen, dass der Moon Knight, der heißt so, ne? Moon Knight, also ist sein offizieller Name. Ja, er heißt unterschiedlich, je nachdem, wie er gerade. So möchte er auch benannt werden, ne? Also da legt er ganz viel Wert drauf, dass man da akkurat ist. Du sagtest ja, dass er im inneren Dialog mit anderen Marvel-Helden steht, so, ne? Also das ist halt quasi seine Macke. Gibt es denn im Verlauf irgendwie der Hefte, die du jetzt gelesen hast, gibt es da richtige Berührungspunkte mit anderen Marvel-Helden? Nein. Oder ist es das? Gar nicht. Okay. Und das ist halt eben genau das, was ich momentan sehr angenehm finde. Es spielt quasi. In keinem Paralleluniversum, sowas würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es spielt halt unabhängig von den Ereignissen, die so ablaufen, und das finde ich sehr angenehm. Es kommt zwar ab und zu mal Anekdoten zu den etwaigen Persönlichkeiten, aber nur ganz, ganz minimal. Zum Beispiel, dass er im Dialog mit Captain America, Spidey und Wolverine steht nur irgendwie bei einer Nachrichtensendung, wird halt gesagt, dass der Moon Knight gesichtet worden ist und auf der Brücke, auf irgendeiner Bridge stand und sich gestritten hat mit Captain America, Spider-Man und Wolverine, aber keiner von denen da war. Okay. So. Also du hast halt jetzt nicht irgendwie da Captain America stehen oder so, sondern das ist auf so einer ganz bestimmten Metaebene wird das halt weitergehen. Und das finde ich sehr angenehm, weil er wirkt dadurch ein bisschen ausgekoppelt aus dem Standard Marvel-Universum und macht ihn dafür auch noch ein Stück weit interessanter. Weil die anderen Charaktere kenne ich ja mittlerweile schon ganz gut, außer Wolverine bin ich jetzt nicht so versiert. Aber das macht es halt sehr interessant. Ich muss auch ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht vorher gewusst, dass es ein Marvel-Comic ist und hätte den einfach nur reingeschaut, ich hätte nicht geahnt, dass es ein Marvel-Comic ist. Ja. Also das ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an Vertigo immer so ein bisschen. Also das wollte ich gerade auch sagen, ja, genau.
Ja, also es passt eigentlich überhaupt gar nicht so richtig ins Marvel-Konzept in Anführungsstrichen. Aber das ist echt wirklich, wirkt sehr erfrischend auf mich. Dem kann ich mich nur anschließen. Gerade diese letzte Szene da mit dem, wie er die ja. Leiter runterklettert ja. in der Vorschau da, sieht schon ziemlich geil aus. Also allein die Zeichnungen machen schon Lust reinzuschauen. So. Ja, definitiv. Da hast du dir ein schönes Schmuckstück ausgesucht. Kontrast mit diesem Weißen allein schon. Also das ist echt eine gute Wahl mit dem weißen Charakter. Vor allem denkt man am Anfang so ein bisschen, es ist also weil du die Panel-Aufteilung angesprochen hattest, man denkt am Anfang, ist relativ klassisch eigentlich aufgeteilt. Aber es kommen immer wieder zwischendrin, dann aber trotzdem so kleine, also so Sachen, die so ein bisschen moderner aussehen. Wie zum Beispiel wie das mit der Treppe, das ist ja nur keine klassische Panel-Aufteilung. Aber find ich echt sehr erfrischend, schön, gefällt mir. Ja, und das fand ich halt eben auch. Also es ist, und variiert halt auch, ne? Sehr stark. Du hast dich getraut. Habe mich getraut, habe Neues ausprobiert und bin ein besserer Mensch geworden durch Moon Knight. Oh Mann. Ich weiß schon, dass es heute dein einziger Comic sein wird. Ja, habe ich das verraten. Hast du mir vorher schon gesagt. Ja. Aber es ist nicht schlimm, weil wir stellen nachher noch einen Comic vor oder besprechen über einen Comic, den wir beide gelesen haben. Und da wird Tino mir ein bisschen unter die Arme greifen, weil das, da habe ich ihm vorab schon gesagt. Ich hoffe, du hast dich rasiert, du Lümmel. Ich habe mich sehr rasiert. Schön. Nicht nur vorne rum, auch hinten rum. Ja. Dann kommen wir zum nächsten. Oder möchtest du noch was dazu sagen, Tino? Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht absolut. Nein, also ich denke, ich konnte gut anteasern. Man könnte jetzt noch ins Detail gehen, aber das bringt halt grundsätzlich überhaupt nichts. Ich denke auch, ja. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Schaut euch den ersten Band an und entscheidet selbst. Moon Knight aus der Reich der Toten, aus dem Reich der Toten. Und ja, geile Sache. Bereue ich nicht. Und ich habe einige Sachen, die ich bereut habe. Und da lacht Tim wissend. Ja. So, kommen wir zu einer zu einem Comic, den Tim vorstellen möchte. Hawkeye. Nein, nicht Hawkeye, sondern er ist relativ populär, aber nicht unbedingt zwangsläufig durch den Comic, sondern durch eine Verfilmung, ne? Ja, dann, mein erster Comic, den ich ausgewählt habe, ist der Comic, die Gesamtausgabe, Band 1 von Kick-Ass. Den kennt ihr alle, den Film. Ich glaube, Tino hat dieses Comic auch. Ja. Und das Witzige ist, als ich vorhin nochmal geguckt hatte, hinten steht ja drin, was dieser Autor schon geschrieben hat. Er heißt Mark Millar und der Zeichner heißt John Romita Jr. Und dieser Mark Millar hat da vorher schon im Marvel-Bereich gearbeitet. Der hat unter anderem Civil War geschrieben. Aha. Ja. Und auch Ultimate Avengers. Und da musste ich sofort dran denken. Du hast es gerade erzählt, Tino, was du gelesen hast, was so deine ersten Comics waren. Und das ist total krass. Das hat er alles geschrieben. Und halt auch dieses Wolverine, Old Man Logan und die Wanted Comics. Wo es auch, glaube ich, eine Verfilmung zu gab mit Angelina Jolie. Richtig. Richtig. Habe ich hier auch stehen übrigens, wenn du möchtest. Wanted. Echt? Ja. nee, Tim kauft lieber. Richtig. So wie Tino. Ja, ich hab mal gesagt, Tino kann ich was ausleihen und dann, nee, kaufe ich mir lieber selbst. Ja, dann ja. Erzähl mal ein bisschen. Ich hatte, das war so wieder, als ich weiß gar nicht, ich habe Spider-Man durchgelesen und also die Marvel Now Spider-Man-Sachen, wollte noch irgendwas so mit witzigem, frechen Charme haben, aber wollte jetzt auch nichts Übermächtiges haben und habe mich halt umgeguckt und dann habe ich Kick-Ass gesehen und das Cover allein ist schon so krass blutig. Also ich habe euch nochmal zu dem Link, Jungs, den ich euch geschickt habe hier. Ja. Diese Gesamtausgabe gibt's da nicht, deswegen gab's nur die Magazine. Also wenn ihr reingucken wollt, ist jetzt nur das erste Magazin dazu. Und es ist schon so schön blutig und dann dieser jugendliche Charme, das hat mich halt sehr angemacht. Und die Filme fand ich auch lustig, sie waren nicht überragend, aber sie waren unterhaltsam und deswegen hat mich das interessiert. Und ich muss sagen, ich habe jetzt reingeguckt, es ist noch mal viel, 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 viel geiler als die Filme. Weil die Filme sind so, ja, so ganz nett so. Aber die Comics sind für mich überragend. Also ich habe jetzt nur die erste Gesamtausgabe gelesen. Und allein das Gute, was mir besonders daran gefällt, sind nicht nur die Zeichnungen, die zwar noch recht klassisch sind, weil es ja schon etwas älter ist. Ich glaube, in Deutschland ist es 2010 rausgekommen. Also dieser Band. Aber in Amerika früher. Aber die geben halt genau diesen Alltag wieder. Die Mimiken sind total toll. Und die ganzen Panel-Aufteilungen und auch, also gerade, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt,
am Anfang diese ganzen Wechsel von seinen Gedankenspielen und seinen Vorstellungen und Träumen, die sind einfach super. Also er springt halt, er stellt sich halt vor, wie er halt, ich lese mal kurz vor. Mach mal. Er stellt sich halt vor, wie es wäre, ein Superheld zu sein. Und dann sagt er halt so, gut, meine Mutter starb, als ich 14 war, aber sie wurde von einem Aneurysma umgebracht und nicht von einem Killer. Hätte was gehabt, so ein, ich werde dich rächen, Mutter. Und dann sieht man halt so, wie er sich vorstellt über seinem Grab, aber es wurde halt in Anführungsstrichen nur von einem Aneurysma getötet, weil es halt darum geht, dass viele sich ja rächen, weil ihre Eltern gestorben sind oder sowas, viele Superhelden, als er darüber nachdenkt, ein Superheld zu sein. Und es gibt halt total viele humoristische Sachen, die da reinspielen oder auch, wo er dann drüber nachdenkt, wo er dann mit Red Mist, ich springe jetzt mal zu den Charakteren, ihr kennt ja vielleicht die Filme. Ja. Wo die halt drüber sprechen, ein superhellen Team-Up zu machen und dann vergleichen sie sich halt die ganze Zeit und das ist halt total witzig. Da vergleichen sie sich halt, ja, wenn sie sich jetzt mit Big Daddy und Hit Girl zusammentun würden, dann wäre Big Daddy der Wolverine im Team, der taffe Wolverine, der krasse Kämpfer und er wäre ja halt der witzige Spider-Man, der lockere Typ so und das ist halt total witzig. Und dann hast du halt zwischendurch trotzdem diese brutale Gewalt und aber auch Sexualität teilweise zwischendurch, die einfach total krass ist. Und auch, da denkst du dir so, okay, die ganze Zeit ist er in der Schule, redet locker mit seinen Freunden, hat Schulprobleme wie jeder andere, die ist mit das Mädchen, was er will, kommt da nur ran, indem er tut, als wäre er schwul, um näher an sie ranzukommen. Und das sind halt so Sachen, gut, habe ich jetzt nicht erlebt, das mit dem Mädchen, aber das sind halt so Sachen, okay, das sind halt diese Sprünge, wie man sie auch bei Spider-Man hat. Und das liebe ich genau an Spider-Man, diese Schulperiode. Er ist einfach so ein total verspielter Charakter, weißt du? Aber er ist auch noch relativ jung, ne? Also ich habe das Gefühl, er wird hier jünger dargestellt, als er im Film ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie alt er in dem Comic ist. Aber man sieht es nicht, aber er kommt mir irgendwie, wie er gezeichnet ist, ein bisschen jünger vor. Aber vielleicht ist es auch... Ich denke, das liegt nur am Stil. Okay, gut. Weil gerade wie er auf dem Bett sitzt, so... Da sieht er schon sehr jung aus. Ja, aber es sind halt ständig, man springt halt teilweise von seinen Traumvorstellungen, dann musst du erstmal überlegen, okay. Also nicht überlegen, aber es ist halt ziemlich cool aufgemacht und dann gibt's halt einige coole Sprüche immer und extrem krasse Gewalt, gerade ich, also kennt ihr Filme, wenn Big Daddy getötet wird und ich denke mir nur so krass, wie sie einfach mal den ganzen Kopf wegschießen und alles zersplattert, das ist nochmal krasser als das, was Tino dazu DC gesagt hat, jedenfalls was ich an DC Comics kenne. Ist das nochmal eine Schippe drauf an einigen Stellen in Sachen Gewalt. Aber dann dazu dieser total verspielte jugendliche Humor. Das ist einfach eine total schöne Mischung. Und dann diese ganzen Comic-Anspielungen. Also er sammelt halt Comics und der sagt zum Beispiel auch, dass er die Situation so krass fand. Wie in dem Comic von wie in dem Spider-Man-Comic von dem und dem oder so. Ja. Er vergleicht das halt immer und das ist halt total witzig so. Total abstruse Situation, Menschen wurden getötet oder es brennt und er ist halt als kleiner Schüler davor, der eigentlich gar nichts machen kann. Aber er vergleicht das halt mit so einer Situation und das ist halt das, was es ausmacht. Und da merkt man auch, dass dieser Marc Millar halt schon lange in dem Bereich arbeitet. Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Also ich kenne ihn auch, ich habe den bei Tino halt rumstehen sehen. Daher habe ich schon vorher von dem erfahren. Ich gucke gerade, ist das ein Marvel-Comic? Nee, das ist... Es ist auf jeden Fall von Panini hier. Hier steht jetzt nichts, von was es sonst sein könnte. Ich habe jetzt runter bloß, also die, bei mycomics.de habe ich jetzt bloß gesehen, dass da unten Tags sind. Da steht Superhelden, Marc Millar, Kick-Ass, Panini und Marvel. Ja, wäre mal ganz interessant gewesen, ob das... Also hier steht nichts von Marvel drin. In Deutschland ist jedenfalls kein Marvel irgendwo drauf. Okay. Hier steht... Na gut, das ist ja im Endeffekt jetzt so nicht... Ja, ist nicht so schlimm. Also das kann ja jeder selber mal schauen. Auf jeden Fall diesmal interessant gefunden. Willst du ein bisschen was zu der Geschichte noch erzählen? Also so, wenigstens so ein bisschen anteasern, was da genau passiert und worum es geht? Das hätte ich am Anfang machen können, das stimmt. Aber dann machen wir es halt jetzt. Okay, nächste Mal ist das etwas strukturierter. Also man sieht halt ihn am Anfang, es beginnt halt so, dass er in der Schule sitzt. Also es beginnt halt mit einer Rückblende, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und dann... wie in einem Film auch, dass es mit einer Rückblende beginnt oder einer Serie, man es vielleicht kennt. Und er erzählt halt dann so seine Geschichte, was so passiert ist und wie er dazu gekommen ist, Superheld zu werden. Ihm wird dann langweilig, die gleichen Freunde immer, die zocken halt World of Warcraft oder andere Sachen. Ich denke mal, das ist ja schon eine neuere Ausgabe, deswegen stehen auch Sachen wie MySpace und World of Warcraft drin.
in den zweiten Band, das ich schon angefangen habe, steht doch schon Facebook drin. Okay. Also ich denke, kann mir nicht, weiß nicht genau, ob es in den Originalbändern so drin stand, aber ich vermute mal nicht alles so. Doch. Okay, ja, krass. Und sein Vater, seine Mutter ist halt an einem Aneurysma gestorben und er lebt halt mit seinem Vater alleine. Und sein Vater versucht sich halt nur um ihn zu kümmern, lebt halt in sein Leben rein und nach versucht sich auch sein Vater von ihm zu lösen. Und er hat später noch eine Dating-Affäre. Aber er lebt halt sein Leben, Videogames, Comics, Schule, das Mädchen, auf das er steht, will ihn eigentlich gar nicht, ignoriert ihn komplett, macht sich über ihn lustig. Und seine Lehrerin, Miss Zane, auf die ist halt, steht, fährt er total ab und hat halt so Tagträume teilweise von ihr im Comic. Und der will halt aber ein bisschen Pep in seinen Alltag reinbringen und hier hat man es auch gar nicht, hier hat man es auch zum Beispiel schreibt er hier auch, ich kann es gar nicht fassen, wie gut Weddens X-Men ist, dagegen sieht Buffy echt arm aus. Das sind so Anspielungen darauf. Und dann geht's halt weiter, er will halt sein, überlegt sich halt, kauft halt online ein Kostüm, stellt, verfeinert sich das und geht halt auf Patrouille und findet halt ewig nichts, weil halt auch nur einfach so durch die Gegend läuft. Und dann trifft er halt in der Gasse drei Typen, die sprayen Graffitis. Und er traut sich erst nicht ran und dann irgendwann überkommt sie ihn einfach. Er kriegt so einen Adrenalinschub, als sie ihn nämlich sehen und ansprechen. Und dann sagen sie, ich hab dich was gefragt, du Arschloch, was machst du da? Und dann sagt er so ganz cool, drei Homos machen eine Sauerei. Und dann, und dann sie sagt so, was hast du gesagt? Lass gut sein, Mann, der Wichser ist nur high. Bin ich nicht, ich bin sauer auf euch, weil diesen Scheißhaufen von Stadt noch schlimmer macht. Verpiss dich bloß, Mann, aber fix, sagt wer, und dann schlägt er ihn mit seinem Knüppel ins Gesicht. Ja, ich seh's gerade. Das ist extrem geil, weil diese Sprüche, die er halt hat, sind teilweise, wie man dann später auch noch merkt, aus irgendwelchen Comics. Okay. Und dann lachst du dich halt so tot, aber es ist trotzdem extrem krass, weil es relativ gewalttätig ist. Ich weiß nicht, wie lange jetzt die Vorschau noch geht bei diesem, bei der Seite, die ich euch da geschickt habe. Aber er wird dann halt abgestochen und versucht halt zu fliehen, wird vom Auto angefahren und liegt halt blutend auf dem Boden und wird halt kommt ins Krankenhaus. Und er schafft's aber noch, man sieht nicht wie, aber er schafft's noch, seinen Anzug auszuziehen, dass keiner weiß, dass er das, diese Dummheit so gemacht hat und wie er dazu gekommen ist. Halt, dass keiner weiß, dass er sozusagen Kick-Ass ist. Da hat er seinen Namen noch gar nicht. Und durch diesen Unfall, um jetzt mal weiterzukommen, kriegt er halt Stahlplatten in den Kopf und in anderen Körperteilen und hält das wegen viel mehr aus später. Also hat er dann wirklich so kleine Superkräfte, sag ich mal. Naja, er kann halt mehr einstecken. Und darauf baut er, er will dann halt ewig nichts machen, aber denkt sich dann, scheiße. Und er wird halt immer weiter angeteased. Er sieht dann auch seine Mutter im Schlaf und alle, wie sich alle über ihn lustig machen. Und wird halt irgendwann reingestürzt und dann kommt es halt zu so einer Situation, wo er einer überfallen wird. Von irgendwelchen, weiß ich gar nicht, ob das Albaner, Russen oder halt irgendwelchen so Drogenkartell, irgendwas in die Richtung so war. Und die schafft er es dann niederzuschlagen, wird halt total blutend fotografiert und hat dann, wird dann zum Internet-Hype. Und über MySpace schreiben ihn dann Leute, hey, ich habe das und das Problem, komm mal dahin und kümmere dich mal darum. Und dann zwischendurch zitiert er dann immer, bevor er dahin geht, irgendwelche Superhelden, also von DC und Marvel größtenteils. Wie super bei Batman, so ich bin die Nacht und sowas alles. Und das ist halt super witzig. Und kurz darauf wird er dann halb zusammengeschlagen, aber er wird auch besser. Und er lernt dann halt später noch Hit Girl und Big Daddy kennen bei einem Einsatz, als er eigentlich nur darum sich kümmern will, dass eine nicht bedrängt wird von ihrem Freund. Und Hit Girl, er wird halt bedroht, denkt, okay, das war's jetzt. Und dann kommt halt Hit Girl und schlachtet alle richtig, richtig krass ab. Und das ist so krass brutal und gleichzeitig witzig, weil das Mädchen ist halt viel kleiner als das in dem Film. Sie wirkt jedenfalls von der Zeichnung viel kleiner. Und hat halt krasse Sprüche drauf, so als wäre sie schon ein 20-jähriger Typ. Und auch dann sieht man nochmal Rückblendung, wie sie so trainiert wurde. Und das ist alles nochmal viel ausführlicher und viel gewalttätiger als in den Comics und in den Film. Und es ist super witzig, so und, kann man eigentlich nur empfehlen. Also guckt mal rein, ich meine, den Film kennt ja jeder. Grundlegend ist es halt ausführlicher und verläuft ein bisschen anders als in dem Film, aber der Film orientiert sich schon größtenteils daran. Wie groß ist die Reihe? Also
Sind es bloß die beiden Bände, die es da gibt? Ich habe jetzt 3 Gesamtbänder und nach Kick-Ass 1 kommt es noch Kick-Ass Hit-Girl. Das Spiel zwischen 1 und 2. Okay. Den habe ich jetzt gerade angefangen, weil Hit-Girl halt, nachdem ihr Vater ja stirbt, also Big Daddy, der halt viel cooler ist, weil im Film wird er von Nicolas Cage gespielt. Und magst du Nicolas Cage nicht? Naja, früher war er vielleicht mal ganz cool so. Aber da fand ich ihn schon nicht mehr so cool. Ich finde, in dem Comic passt er halt viel besser. Und da kommt sie halt zu, da stellt sich halt heraus, der Vater hat halt immer so ganz, ganz krassen, ganz toughen Typen gemacht. Der halt Polizist war angeblich und seine Mutter wurde getötet, die Mutter wurde getötet, weil er so nicht korrupt ist. Ne? Hat das immer so getan und hat das mal seiner Tochter erzählt, aber es war überhaupt nicht so, wie sich dann herausstellt. Er ist auch einfach nur ein Comic-Nerd und hat ein großes, und er finanziert sich halt durch uralte Comics, die er dann verkauft für mehrere Millionen auf eBay. Und damit kaufen die dann ihr ganzes Equipment. Das ist super witzig. Und wenn die dann ihren Koffer aufmachen, erkennst du auch so bestimmte Avengers-Comics und so, die dann alle eingeschweißt in so einem großen Koffer legen, womit die sich dann finanzieren. Und dann stellt sich halt heraus, dass die Mutter noch lebt, weil er hat halt nur seiner Tochter was vorgeflunkert. Er wollte nicht, dass sie so ein langweiliges Leben hat wie er. Weil er war irgendwie, ich glaube, Bibliothekar oder irgendein Verwaltungsfuzzi, irgendwas in die Richtung. Und er wollte halt nicht, dass sie ein langweiliges Leben hat. Und deswegen hat er das mit ihr gemacht, sie entführt, ihr beigebracht, sie angeschossen, damit sie tougher wird und trainiert. Und er musste wissen, wann welche Waffen gebaut wurden, wie man die zusammenbaut, auseinanderbaut. Sie ist halt richtig krass tough. Und am Ende kommt sie halt wieder zu der Mutter zurück. Und so endet halt dann der erste Band, nachdem sie auch die Mafia besiegt haben. Und, ja. Tino, du hast... Ich will jetzt nicht weiter auf die Story eingehen, weil sonst erzähle ich ja die komplette Story. Tino, du hast den auch gelesen, ne? Ja. Erinnerst du dich noch dran? Hast du da eine Meinung zu, oder? Ja, ich habe eine Meinung zu. Ich kann mich da an... Also, ich habe den Film zuerst gesehen und danach den Comic, den... Siehst du, da muss ich mich berichten. Das war vor Civil War. Also es war nach Ultimate Avengers, aber es war auf jeden Fall war Kick-Ass einer meiner ersten. Stimmt. Also hast du mit Mark Millar quasi angefangen, ja? Genau. Hat dich in Comics eingeführt und genau, ganz langsam und mit viel Öl und ein bisschen Pfeffi haben wir auch getrunken. Ja, stimmt. Und ich fand das damals sehr gut, gerade auch den Kontrast zwischen dem doch fast schon Blümchenfilm im Gegensatz zum Comic, ja. Der ist echt heftig. Vor allem das Ende, wenn ich das mal so sagen kann, ist ja im Film sehr romantisiert, ja. Er lernt also seine Traumfrau und so kommt er, die kommen ja zusammen. Und im Comic ist es so, dass sie einem Kumpel, einem Schwarzen irgendwie einen bläst und ihm die Fotos oder das Video sogar dazu schickt, um ihm klarzumachen, dass sie keinen Bock auf ihn hat und ihn kacke findet. Wow, ja, okay. Richtig, da darf ich noch was zu ergänzen. Ja. Das ist nämlich die, wo er getan hat, das wäre schwul. Und die dachten ja, nur wäre schwul, weil er nackt gefunden wurde, weil er seinen Anzug ausgezogen hatte, ne? Weil er nackt verletzt gefunden wurde und das Gerücht ist rumgegangen, dass er halt irgendwie sich prostituiert hat oder sowas in die Richtung, um Geld zu kriegen oder sich ausgezogen hat für andere Männer, keine Ahnung, weiß jetzt nicht mehr im Detail. Und dann dachte sie halt, er ist schwul und dann schreit er halt irgendwann, als er high war, als dieser Red Mist mit dem Pferd und der hat halt immer gekifft in unserem Red Mist-Mobil und dann war er irgendwie auch high davon, war halt patrouillieren, weil er nicht schlafen konnte und war dann vor ihrem Fenster und hat so geschrien, ich bin Kick-Ass und übrigens, ich bin nicht schwul, so in die Richtung. Und irgendwann spricht sie an, letztens war einer vor meinem Fenster und hat gesagt, ich bin nicht schwul. Warst du das? Es klang wie du, so in die Richtung. Und er so kurz überlegt. Und war ja total tough. Es war der, nachdem sie die Waffe besiegt haben, so voller Selbstsicherheit, sagt er, ja, das bin ich. Das war ich. Und ich stehe voll dazu. Ich war schon immer auf dich scharf und ich liebe dich. Und ich denke, so viel Zeit, wie wir miteinander verbracht haben, fühlst du langsam genauso. Und sie sagt dann so, dann kommt der Spin und dann ist auch der Panel ganz gut angeordnet. Und dann sagt sie so, was bist du für ein absoluter Spinner? Und sie ruft zu ihrem Freund, das ist nämlich ihr Freund, der Schwarze, und sagt so, hau den mal richtig zusammen. Und dann schlägt der ihn ihr Kick-Ass zusammen am Ende richtig. Kick-Ass kommt blutend nach Hause. Also der heißt Dave Lisewski, der Charakter. Kommt blutend nach Hause, erwischt seinen Vater, wie er gerade mit seiner Online-Dating-Affäre Sex hat im Wohnzimmer, während er reinkommt. Und die grüßen ihn nur so auf der Couch. So, oh, hallo, ja, das ist übrigens meine Dings, sie hilft mir... Also meine Affäre, sie hilft mir, über alles wegzukommen und ich helfe ihr auch, weil sie hat ja auch ihren Partner verloren. Und dann geht er so hoch und dann bekommt er halt so eine SMS, wie sie ihrem Freund einen bläst und er schreibt noch so, es fühlt sich richtig scheiße an,
Aber trotzdem habe ich mir mehrere Male einen drauf runtergeholt. Sehr gut. Das ist halt das Comic, was es ausmacht. Weißt du, das ist so trotzdem teilweise jugendlich. Dann dieser Comic-Humor, aber dann auch dieses Brachiale und diese Gewalt und also diese ganzen Widersprüche. Das ist keine Widersprüche, aber es sind halt diese ganzen, wie nennt man denn das, die verschiedenen Seiten, die halt das Comic ausmachen. Die verschiedenen Pole halt. Oder wie man es auch immer nennen will. Das richtige Wort fällt mir nicht ein. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich auch direkt mit dem Hit Girl angefangen. Ich habe den hier gestern erst zu Ende gelesen. Kickass. Ja, ist sehr, 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 sehr geil. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kostet 19,95. Cool. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es jetzt hat. Aus dem Kopf. Ja, aber es ist dann die beiden Ausgaben quasi. Aber es sind auch, ich glaube, es sind 180 Seiten. Ja. Der Kickass Gesamtausgabe 1 beinhaltet halt mehrere. Warte, ich kann es dir auch sagen. Man sieht es hier. Irgendwo sieht man es. Und die Zeichnungen sind halt alle auch total toll. Die sind so dieses Jugendliche, aber trotzdem die Gewalt. Na, finde ich es? Ich finde es jetzt nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es sind 6, 7, 8 oder so. Ist halt alles in Kapitel unterteilt. Ja, kann ich nur empfehlen, ist sehr gut. Cool. Ja, cool. Ist sehr cool, schön. Cool. Ja, ansonsten machen wir weiter mit dem nächsten Comic. Ich habe nämlich auch was mitgebracht. Und zwar habe ich es vorhin schon kurz angedeutet. Ich lese ganz gerne Green Lantern und das, was ich heute mitgebracht habe, ist ein Megaband, Überraschung, ein Megaband. Und zwar ist das Green Lantern aus einer Sammelbandreihe. Da gibt es zurzeit 3 Sammelbände. Und der dritte, den ich heute mit dabei habe, ist der mit dem Titel Die dritte Armee. Und im Grunde gibt es eine Vorgeschichte, das sind die ersten beiden Comics. Da gibt es einmal Sinestro, der irgendwie seit den, ich glaube, das spielt zu der Zeit, wo er den Sinestro Corps War verloren hat, also seinen Krieg gegen die Green Lantern. Und kommt aber irgendwie wieder zurück, hat irgendwie wieder einen Ring bekommen, keiner weiß warum so richtig am Anfang. Und ist dann mit Hal Jordan unterwegs und da passieren einige Dinge, ich möchte jetzt nicht darauf eingehen. Im zweiten Band, der heißt dann Die Rache von Black Hand. Und Black Hand spielt im Verlauf dann auch noch eine wichtige Rolle. Wie gesagt, es treffen sich Sinestro und Hal Jordan. Und im dritten Band geht es dann weiter, dass eine neue Lantern eingeführt wird. Nämlich neben Hal Jordan, den es da gibt, es gibt den Guy Gardner, es gibt John Stewart, das ist ja die erste schwarze Lantern, ja. Und es gibt Kyle Rayner. Ich glaube, Kyle Rayner und John Stewart sind die aktuellsten Laternen. Und dann gibt es einen ganz neuen, und zwar Bass, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird. Und zwar ist es Ist das der auf dem Cover? Er ist auf dem Cover, ja. Okay, den kenne ich auch. Genau. Und zwar ist Bass die erste Lantern, die einen muslimischen Hintergrund hat oder einen arabischen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hat er eine Schwester, die hat auch ein Kopftuch und ich vermute, dass da auch eine Religion eine Rolle spielt. Auf jeden Fall kommt er aus dem, würde ich sagen, ja, aus dem Bereich, was wird das sein? Vielleicht einen arabischen Hintergrund oder vielleicht sogar aus Syrien, wer weiß schon. Okay, auf jeden Fall merkt man das auch daran, weil er hat so arabische Schriftzeichen auf dem Arm tätowiert. Und die Geschichte beginnt damit, dass er, jetzt muss ich mal kurz reinschauen, dass er ein Auto stiehlt. Und zwar ist er so ein Kleinganove und klaut Autos und vertickert die verhökert die. Und es beginnt damit, dass er einen Lieferwagen stiehlt, wo hinten eine Bombe drin ist. Und natürlich, klar, er hat arabische Schriftzeichen, hat einen arabischen, oder beziehungsweise nicht arabisch, ja doch, arabische Schriftzeichen, hat halt einen dementsprechenden Hintergrund fährt dieses Auto dann noch in so eine abgelegene Halle und da explodiert das Ding dann auch und
die Polizei, die das alles beobachtet, nimmt ihn dann fest. Er steht dann unter Terrorverdacht. Das heißt also, er muss ins Gefängnis. Er wird dann auch mitgenommen und dann gibt es dann auch so eine ganz typische Situation, wie man das aus vielen, vielen anderen Krimis oder Actionfilmen kennt. Er sitzt dann alleine, da kommen die beiden Agenten rein mit den weißen Anzügen. Ja, genau. Und sind die von Argus? Wie bitte? Sind die von Argus? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich dir jetzt auf Anhieb nicht sagen. Ich sehe die Story nicht weiter, danach hört es ja auf, aber. Ne, ich weiß es nicht. Ich blätter gerade mal durch. Ich schau mal, ob ich hier irgendwelche Hinweise sehe. Das kann sehr gut sein, aber ich kann dir das jetzt nicht mehr sagen. Na, dann red mal weiter. Ja. So, und zumindest bekommt er in diesem Gefängnis. Kommt es dann zu der Situation, dass er gefoltert werden soll. Und kurz bevor das passiert, fliegt auf einmal ein Ring durch die Gegend. Und mit Hilfe dieses Rings, mit diesem grünen Ring, kann er sich befreien. Und entkommt dann dieser Situation und wird dann eine Lantern. Und dieser Ring, den er bekommt, ist ein ganz besonderer Ring, denn der ist von Abin Sur. Das ist ein sehr, sehr ruhmreicher und bekannte Lantern. Also in dem Green Lantern-Universum ist halt eine Legende. Und er hat jetzt diesen Ring bekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Scheiße erzähle. Ich glaube, es war Abin Sur. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte. genau. So passiert es halt, dass er den Ring bekommt. Und dann gibt es auch noch einen zweiten Handlungsstrang. Und zwar der zweite Handlungsstrang spielt von Ray Gard, nee, Moment, von Kai Rayner. Und Kai Rayner hat sich zur Aufgabe gemacht, in dieser zweiten Storyline alle Farben des Farbspektrums zu beherrschen. Um es kurz zu erklären für die Green Lantern nicht kennen, also diese Reihe nicht. Danke. Es gibt halt unterschiedliche Spektralfarben, die immer mit Emotionen verbunden sind. Das heißt, es gibt die Green Lantern, das ist, glaube ich, Mut oder so, oder ich glaube, es ist Mut. Und da gibt es halt auch die Red Lantern, die dann halt den Hass in sich vereinen. Es gibt die Yellow Lantern oder Sinestro Corps, die halt die Furcht in sich vereinen. Und da gibt es auch noch Hoffnung und so weiter. Es gibt halt unterschiedliche Farben. Und dann gibt es auch noch irgendwie, ich glaube, es ist rosa oder pink, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird da anders beschrieben, die Farbe. Ja, ich bin ein Mann, ich kenne mich mit Farben nicht so aus. Die dann halt die Kraft der Liebe nutzen, also die haben dann auch entsprechende Ringe. Und es gibt zum Beispiel auch, ganz interessant, um mal auf Black Hand zurückzukommen, der halt einen schwarzen Ring hat und die Black Lantern ist und Tote zum Leben erwecken kann. So hat er auch in dem Blackest Night hat er dann viele bekannte tote Superhelden wieder zum Leben erweckt, die dann Zombies wurden. Das ist auch ein ganz interessanter Charakter. Genau, und Kai Rayner ist dabei, dieses komplette Farbspektrum für sich zu, ja, ich sag mal, zu erlernen, diese zu beherrschen und fährt mit dem Auto und reist dann zu den unterschiedlichen Lanterns, die ja nicht immer Freunde sind, das sind ja die Red Lanterns sind zum Beispiel Feinde, aber trotzdem nehmen die ihn auf und lernen ihn darin. Und zwar, weil alle eigentlich schon so ein bisschen ahnen, dass so eine Bedrohung herrscht. Und am Ende des zweiten Bandes, von dem ich gerade erzählt habe, nämlich die Rache von Black Hand, merkt man auch warum. Also da sieht man das bereits. Und zwar gibt es die First Lantern, also die erste Lantern, aus der alles entstanden ist. Aus der auch, soweit ich das mitbekommen habe, der Ring geschmiedet wurde, dieser grüne Ring, der erste. Und der ist quasi der Ursprung von allem. Und der wird in so einem Kubus, der im Weltraum schwebt, wird der bewacht von den Wächtern. Die Wächtern sind diese kleinen blauen Zwerge, die man vielleicht aus dem Film kennt. Das sind halt die Wächter, die haben unheimlich viel Macht und es gibt aber auch noch einen anderen Kreis an Wächtern, die halt in diesem Kubus die First Lantern bewachen. Und aus der First Lantern, da kommen immer die Wächter und die Wächter befreien diese First Lantern und schmieden daraus, in Anführungsstrichen, also lassen daraus mit ihrer Kraft ein Monster entstehen, was, wenn es andere Lebewesen berührt, die anderen Wesen werden assimiliert in dem Moment. Sie werden also zu den gleichen Monstern. Das heißt, die DNA wird kopiert und aus diesem Wesen wird, oder aus dem Lebewesen, was da ist, wird halt dieses Monster, ja, um es mal so zu sagen. Und es stellt sich heraus, dass das die dritte Armee ist. Und zwar kann man sich so vorstellen, es gab die erste Armee, das waren die Manhunter,
Das war die erste. Was aber jetzt mit dem Dings, wie heißt der andere? Es gibt da noch so einen Manhunter. Mit dem hat das nichts zu tun. Also nicht verwechseln. Ich dachte auch am Anfang, ich musste da aber nochmal nachlesen und die haben nichts miteinander zu tun. Also es ist reiner Zufall. Und die erste Armee waren quasi die aber keinerlei Emotionen hatten, die wirklich bloß einfach getötet haben. Das Obergesteckte ist oben, also das ganz große Oberziel der Wächter ist, das Gleichgewicht im Universum herzustellen. Und die erste Armee hat halt einfach nur alles platt gemacht und alles niedergewalzt, was sich irgendwie bewegt hat. Also hat irgendwie einfach nur alles umgebracht. War halt schon sehr effektiv, aber halt auch ohne jegliche Gefühle. Und dann kam die Green Lantern. Die Green Lantern sind quasi die zweite Armee gewesen. Und aber die Wächter haben entschieden, die Green Lantern, das Projekt Green Lantern oder zweite Armee ist gescheitert und sie brauchen jetzt eine neue Armee und das ist dann die dritte Armee. Und da stellen sich halt so vor, dass einfach alle Wesen im Universum assimiliert werden und dann einfach alle gleich sind. Und so. Quasi wie sind das die man im Hintergrund vom Cover sieht? Welchen Cover? Von dem Comic. Die sind die auf dem Cover drauf? Ja, das stimmt, ja, im Hintergrund, ja, das sind die, genau. Also wenn du die siehst ja, glaube ich, schon, sieht man die in der Vorschau, die ihr habt? Nee, ne? Das Cover sieht man aber mehr okay. nicht. Okay, ja, also wer die mal sehen möchte, ich finde die sehr cool. Die haben halt auch so einen runden Kreis auf der Brust, so ein bisschen angelehnt an den Green Lantern, aber sind halt einfach übelst böse so. Und es ist schon echt interessant. Und im Grunde läuft alles darauf hinaus, dass diese dritte Armee halt besiegt werden muss und die Wächter besiegt werden müssen, was sich dann der Kyle Rayner zur Aufgabe macht. Deswegen helfen ihm die anderen Cores auch halt diese Fähigkeiten zu erlangen. Er wird dann später, um das schon mal spoilern zu dürfen, Kyle Rayner wird später die White Lantern, also quasi die Person, die alle Ringe und alle Farbspektren sich vereinen kann und bedienen kann. Mhm. Und wird da zu einem sehr, sehr großen und sehr mächtigen Helden in dieser Geschichte. Und ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas habe, was ich davon erzählen möchte. Erzählen? Was mit dem ersten Charakter passiert, mit diesem Buzz? Also Bess spielt nachher noch eine ganz wichtige Rolle. Und zwar, soweit ich mich erinnern kann, ist schon ein bisschen her, dass ich ihn gelesen habe, muss ich zugeben. Ich habe den heute nochmal durchgeblättert. Soweit ich weiß, ist er einer der wenigen Lantern. Also das, was ja immer gesagt wird, auch im Film, glaube ich, ist, du kannst zwar alles, was du dir vorstellst, entstehen lassen, aber du kannst keine Toten zum Leben erwecken. Und hier ist es so, dass er, dass in der Vergangenheit, dass er sich ein Rennen mit dem Bruder, jetzt muss ich kurz überlegen, mit seinem Bruder oder mit dem Bruder seiner Freundin oder irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich mit einem sehr nahestehenden Menschen so ein Autorennen geliefert. Und die Person ist dann halt verunfallt und ins Koma gefallen. Und irgendwann kommt es zu der Situation, dass er mit seinem Ring versucht, den halt wieder zum Leben zu erwecken. Und er schafft es aber dann auch. Und er okay. nimmt dann halt quasi in dieser Geschichte noch eine wichtige Rolle ein. Es gibt dann quasi zwei Handlungsstränge, die sich dann später verbinden. Das heißt, einmal den Handlungsstrang von Bass und einmal den von Kyle Rayner. Und Und das ist schon ziemlich, ziemlich interessant. Also ist eine sehr coole Reihe. Was ich ja grundsätzlich an Green Lantern geil finde, klar, es spielt im Weltraum, das habe ich schon mal erzählt, ist halt durch die Ringe, mit denen sie halt alles entstehen lassen können, ist es halt sehr kreativ und sehr abwechslungsreich. Und durch die unterschiedlichen Cores hat man auch so ein bisschen, ich finde, immer so eine kleine Manga-Komponente. Es gibt ja oft, dass es irgendwie da unterschiedliche Gruppen gibt, unterschiedlichen Fähigkeiten. Und hier ist es auch so ein bisschen umgesetzt, finde ich. Und das erinnert mich immer ein bisschen daran. Muss ich mal sagen, dass ich zum Beispiel bis vor vielleicht einem Jahr, also Green Lantern habe ich mich gar nicht auseinandergesetzt, aber bis vor einem Jahr wusste ich nicht mal, dass es andere, dass ich dachte mal, Green Lantern ist Hal Jordan. Ich dachte, mehr gibt's da nicht, so, und der Rest ist einfach, ja, okay, so eine Background Story, aber dann habe ich doch festgestellt, es gibt da noch viel mehr, und zum Beispiel dieser Bass, ja. Wird ja in den Justice League of America Comics, jetzt in den New 52, also New 52 ist das Reboot von DC, wo auch immer das neue DC-Universum drüber steht. Ja. Da gehört er auch zu Justice League of America und Hal Jordan gehört zur Original Justice League. Aber irgendwie hieß es da, Entschuldigung, dass er da irgendein Verbrechen begangen hat und dass er sich deswegen anschließt, damit sein Verbrechen gesühnt ist von Argus und von der Welt. Okay. Von der Welt irgendwie. Ich weiß aber nicht was. Ich kann jetzt seine Hintergrundstory nicht, deswegen fand ich es interessant und habe jetzt nochmal nachgefragt,
zu hören, was du. Ja, ich kann dir gerne noch was erzählen, und zwar kommt die Justice League nämlich in dem Comic auch vor. Und zwar ist es so, dass er sich ja befreit und dann halt auch dieses Polizeigebäude dort quasi, na, nicht sprengt, aber es wird halt schon irgendwie, es ist halt ein riesen Loch drin, so, er hat sich da halt befreit. Und dann siehst du halt einmal, ich glaube, Superman und Batman, oder es ist, wie heißt denn der Typ? Cyborg? Ja, ja, Cyborg. Wie er zu Batman sagt, so, hey, wir haben ein Problem und so, ne? Und naja, und so weiter. Und dann stellen sie ihn auch, und da siehst du dann auch Wonder Woman und wie gesagt, Superman ist da, Batman ist da und Cyborg ist da, und sie stellen ihn halt und wollen ihn halt mitnehmen, aber er entkommt ihn, also durch eine List, ne? Also er projiziert ein Auto, wo er vorher drin saß, und ist dann aber irgendwie aus diesem Auto entkommen, ohne dass es einer mitbekommen hat, und am Ende war das Auto halt leer und er war weg. Also er ist ihnen entkommen. Die Geschichte wird aber nicht weiter verfolgt. Also deswegen weiß ich nicht, was da passiert. Okay. Also das kann, ja, man spielt es wahrscheinlich danach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er da noch für ein Verbrechen begeht. Oder ob das vielleicht einfach das Verbrechen war, dass er, keine Ahnung, Autos gestohlen hat oder so. Ich weiß es nicht, kann es dir nicht sagen. Nee, irgendwas Krasseres. Das war ja irgendwas Größeres, aber ist egal. Ja, und was ich noch interessant finde, ist, dass ja, wie gesagt, dachte ich immer, es wäre nur Hal Jordan. Ja. Kommt der denn im Comic überhaupt vor, Hal Jordan? Hal Jordan kommt, ich glaube, er kommt drin vor. Ich guck gerade mal nach, ob ich ihn irgendwo sehe. Doch, er kommt auf jeden Fall drin vor. Also es kommen ja alle Lantern, alle, die von der Erde sind, kommen drin vor. Ja. Ja. Also das war ja das dachte ich nämlich auch wegen dem Film, wo Ryan Reynolds halt Hal Jordan gespielt hat. Ja. In den neuen Film jetzt wird es ja nicht ein Lantern sein, sondern es wird der Green Lantern Corps sein. Ja, geil. Also ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser macht. Also ich fand den Film an sich auch nicht so schlimm, wie viele ihn fanden. Ich fand ihn jetzt mittelmäßig, also ich fand ihn unterhaltsam. Aber ich fand ihn jetzt auch nicht überragend. Ich habe jetzt auch nur ein ganz kleines bisschen angeteasert von dieser Story, weil alles das, was ich jetzt erzählt habe, ist wichtig für die Story und kommt dann auch nochmal drin vor. Also das spitzt sich ziemlich zu und hat für mich ein sehr, sehr cooles Finale. Also alle Komponenten, die Manhunter kommen nochmal vor, es kommt nochmal die First Lantern vor, es kommt Blackhand nochmal vor, also spitzt sich alles immer mehr zu und mündet dann in ein richtig coolen Finale, wie ich finde. Und ich kann die Reihe nur empfehlen, zumal es ja halt auch, wie gesagt, eine Sammelbandreihe ist. Und welcher ist dein Lieblingslantern davon? Was macht der aus für dich? Ich meine, also bis jetzt ist Hal Jordan, klar, ist ja halt die erste Lantern, und Kyle Rayner finde ich ganz cool. Also Kyle Rayner ist auch noch so ein bisschen auch der Rebell, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war er nicht irgendwie Glücksspieler oder irgendwie sowas? Irgendwie im Casino, irgendwie sowas. Also er war auch nicht ganz astrein so, was das angeht. Am wenigsten interessiert mich der Guy Gardner. Das ist halt so ein Typ aus den 60ern. Ja, also vom Typ her, also auch so ein bisschen schmalzig, sehr, sehr, sehr chauvinistisch, und also der interessiert mich eigentlich am wenigsten. Und Jon Stewart habe ich noch gar nicht so viel gelesen. Es ist ja, der ist auch relativ neu, und da weiß ich gar nicht so viel von. Ich habe jetzt in den neuen, Jon Stewart kommt übrigens wahrscheinlich auch in dem Film vor, und ich habe in den neuen Justice League Band 8 gesehen, auf dem Cover, weil Hal Jordan ja aus der Justice League austritt in den Justice League Comics, und jetzt habe ich gespoilert, kommt die dann wahrscheinlich dazu, irgendein weiblicher Green Lantern, habe ich noch nie gesehen. Okay. Bin ich sehr gespannt, der kommt bald raus, ich glaube nächsten Monat. Ich glaube, das ist ja Quatsch, im Film ist doch Abin Sur, ist doch abgestürzt. Das Schweineding, was so aussieht wie ein Schweinhamster? Nein. Abin Sur ist der, der im Film dort auf der Erde landet. Der Bruch landet. Das ist lange her. Ich habe den nochmal angefangen. Ich habe ihn nie zu Ende geguckt. Ich glaube, ich verwechsel das gerade mit anderen. Ich weiß nicht, woher der Bass seinen Ring hat. Ich habe das vergessen. Keine Ahnung. Ja, aber wie gesagt, ist eine sehr geile Story. Ich finde auch, man sollte alle drei Bände lesen, also die bis jetzt rausgekommen sind. Die habe ich auch abonniert. Und wenn da ein neuer Sammelband rauskommt, dann kriege ich den auch direkt. Und ich hoffe, dass die neuen Bände auch schön dick sind. Die kommen aber auch wirklich selten raus. Die kommen alle halbe Jahre oder sogar noch länger. Da musst du meistens so ein halbes bis dreiviertel Jahr warten. Naja, ist ja auch sehr lang. Die sind ja 412 Seiten, ja. 29,99. Ja, und was ich sagen muss, das ist halt grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das immer so ist, bei DC ist mir sehr positiv aufgefallen, dass die Zeichenstile, auch wenn die unterschiedliche Zeichen hat, immer sehr homogen sind.
Ja. Also es ist nie so, also bei also Marvel ist es wirklich extrem. Auch von den Farben her. Ja, ne? Also das auf jeden so, Fall. Grade. Es ist wirklich sehr, sehr homogen. Also es ist nie so, dass man in einen neuen Teilbereich kommt und dann merkt so, oh, ach du Scheiße, Augenkrebs. So ist es. Ich habe halt das nur ganz selten mal, wenn man Rückblenden hat, ich dachte, das mal ein Comic, da sah das auf einmal ganz gefühlt anders aus. Das ist natürlich eine Rückblende, aber trotzdem wirkte das auch ganz anders, als wäre es ein anderes Comic. So. Ja, aber das ist alles, was ich dazu sagen will. Ich kann es empfehlen. Wie gesagt, Tim hat gerade schon gesagt, es sind 400 Seiten, ist ein ordentlicher Brecher. Und das ist von Geoff Jones. Das ist ja quasi der DC-Mastermind, der jetzt auch an den nächsten Batman-Comics wahrscheinlich mitarbeiten wird. Was? Das ist quasi so der DC-Top-Superautor. So. Der hat auch Flashpoint geschrieben. Also das ganze Flashpoint-Event und auch was anderes noch. Worauf ich wahrscheinlich noch raufkommen werde. Aber Geoff Jones ist so dieser DC-Superautor im ganzen neuen DC-Universum. Der wird doch immer in Videos gezeigt, wenn DC neue Comic-Reihe oder neues Comic-Event ankündigt, dann spricht fast immer der. Also er ist so dieser, eine der Top-DC-Autoren, Geoff Jones. Ja, cool. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn mir irgendwas noch einfallen sollte, dann werfe ich dir später einfach ein. Ansonsten, du hast gerade schon gesagt, du hast einen Comic, auch natürlich einen DC-Comic, wie du schon vorher angekündigt hast, noch mitgebracht. Tim, erzähl mal. Ich wollte jetzt noch wissen, ob Tino vielleicht noch was sagen will. Ja, Tino, willst du noch was dazu sagen? Entschuldigung, ich habe jetzt dich völlig ausgelassen, weil ich nicht wusste. Vielleicht möchte Tino ja seinen Bezug zu Green Lantern sagen. Ich habe jetzt auch keinen großen Bezug, aber Tino wahrscheinlich noch weniger als ich. Lass mich raten, es hat, also der Kommentar hat irgendwas mit Homosexualität zu tun. Nicht im Podcast. Doch, er hat vorhin schon schwul. Gay! Also die ganze Zeit, als er euch jetzt hier eine Viertelstunde darüber unterhalten hat, habe ich die ganze Zeit immer nur gehört, Analcreme und wann treffen wir uns und wer zieht den grünen und wer den schwarzen Anzug an. Ich muss ehrlich sagen... Lass mich raten, du hast es schon eingepackt und bist fertig zum Losgehen? Definitiv, aber mit dir bin ich eh schon lange fertig. Das Problem ist halt, interessiert mich null. So, nicht böse gemeint, habe ich ja schon mal gesagt, aber da fehlt mir komplett das Interesse. Hörte sich jedenfalls ganz nett an und vielleicht im nächsten Leben schaue ich es mir mal an. Du kannst es doch gerne ausleihen, das ist ja nicht so, dass du es kaufen musst. Richtig, hierbei würde ich es auch nicht kaufen, sondern ich würde es verschwinden lassen und sagen, Tim hat es mir genommen. Niemals. Nee, aber ist ja in Ordnung. Also ich kenne deine Meinung zu Green Lantern und bleib zu hoffen, dass der Film wenigstens gut wird. Ich denke, der neue wird gut. Ja, ich hoffe sehr. Ja, Tim, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht ein Comic, der am 17.12., glaube ich, rausgekommen ist, letzten Jahres. Top aktuell. Also noch relativ aktuell, noch nicht allzu alt. Umfasst 240 Seiten. Yeah! Kostet 19,99. Und es ist der Abschluss von dem Forever Evil DC Event. Auch geschrieben von Geoff Jones. Unter anderem, ja, und das ist so der Abschluss von diesem großen Forever Evil Event, dem ja einige andere Sachen vorausgegangen sind. Das Event umfasst ja diese Sonderbände, ich weiß nicht, ob ihr mal das Bild gesehen habt, was ich gepostet hab, wo es in den Sonderbänden um die Schurken geht, so Hintergrundgeschichte und so ein bisschen Mini-Stories, wo man zum Beispiel sieht, wie Mr. Freeze Hintergrund ist zum Beispiel. Also ich da gibt's ja 8 Sonderbände, glaube ich, von wo man so die Hintergrundgeschichte zu den Schurken erfährt, was halt wichtig ist bei Forever Evil, weil es um die Herrschaft des Bösen geht. Der Comic heißt auch Forever Evil, die Herrschaft des Bösen. Ja, und davor spielt halt, was du wolltest was sagen? Ja, ich wollte was sagen, ich habe von Forever Evil auf dem gratis Comic-Tag einen Comic mitgenommen. Das ist, glaube ich, auch der Anfang von dem, was ich genau, richtig. Soweit ich das gesehen habe. Und erzähl mal. Davor muss man halt wissen, das alles ist quasi ist ein ganzes DC-Event, aber es fußt halt auf Ereignissen, die halt aus den Justice League und Justice League Dark und Justice League of America Comics entstanden sind. Da gab es halt davor ein Event, was sich schon hochgespitzt hat. Man sieht halt von Justice League Band 1 immer so wieder so Ereignisse, die halt darauf zuspielen oder die Justice League dazu treiben, so zu handeln. Da gab es halt das Trinity-Event, das war so ein Mini-Event sozusagen, die Trinity War. Der halt der Krieg ist zwischen der Justice League, also um Batman, Superman und so weiter, Flash, Wonder Woman, der Justice League of America, das ist eine Justice League, die von Argus als Gegengewicht gegen die Justice League gegründet wurde, angeführt von Steve Trevor, dem Ex von Wonder Woman, falls ihn einer kennt, sieht man auf jeden Fall auch in den Ex von Wonder Woman. Ja. Okay. Der war davor der Kontaktagent von... Also ich stell mir ganz kurz, um mal reinzugrätschen, ich stell mir gerade vor,
der Freund von Wonder Woman zu sein. Der quasi und sozusagen sie, Wonder Woman auf die Erde gebracht hat. Ja, aber ich frage mich gerade, wie das funktionieren soll. Du kannst die Frau ja nie anlügen. Naja, wenn sie ihre Peitsche benutzt. Ja, eben, ja. Ja. Sie lernt ja durch ihn so. Sie lernt ja durch ihn auch so menschlich zu sein, lernt durch ihn auch die Justice League erst kennen, also Superman und so weiter. Aber als Wonder Woman dann eine Affäre, später Beziehung mit Superman beginnt, trennt sich das dann halt. Was sagt man denn dazu? Miststück. Superschlampe. Das sind halt die mächtigsten, mit die mächtigsten Wesen im DC-Universum, die etwas miteinander haben. Die Wunderbitch. Und komme ich mal zum Trinity War zurück, da geht's halt um den Krieg zwischen den dreien und man Batman hat halt auch schon vorbereitet, was passiert, wenn einer korrumpiert wird, so. Wenn Flash korrumpiert wird, was mache ich dann? Wenn Superman korrumpiert wird, Kryptonit und so weiter, ne? Und was hat er halt für Wonder Woman? Nichts. Die Waffe gegen Wonder Woman ist Superman. Das heißt, deswegen sieht er das immer so ein bisschen kritisch und hinterfragt das, spricht auch mit Clark, weil Clark und Bruce, also Clark Kent und Bruce Wayne, sind halt in den Comics auch mit so super, so richtig coole Freunde, die halt über jeden Scheiß reden. Und also nicht, dass sie jetzt privat die ganze Zeit abhängen und sich, hey, ich habe nur das Videospiel, aber die halt auch privat Sachen sprechen. Bruce ist ja sonst eher der Typ, der... Ja. Ist die adäquate Gegenwaffe gegen Wonder Woman nicht die Wonder Menses? Vielleicht, aber die gibt's nicht im neuen DC-Universum. Dann hat die ja, wenn, vielleicht wird sie noch eingeführt. Grundsätzlich haben Frauen ja sehr starke Schmerzen dabei. Hat sie dann super starke Schmerzen dabei? Ich glaube, sie hat nicht wirklich dauert Schmerzen. Die Blutung ein halbes Jahr? Sie kann dir starke Blutung ein halbes Jahr lang verpassen. Ja, wenn sie mir wahrscheinlich die Hüfte bricht beim Bumsen, beim Snoo-Snoo. Ja. Beim Snoo-Snoo. Das ist ein Tod durch Snoo-Snoo. Ja, man sieht leider nicht in den Comics, wie sie mit Superman Man sieht es nicht. Ah, nee. Das ist doch das, was interessant ist. Das wäre interessant gewesen, ob dann jetzt so Explosionen, so bam, bam, weißt du? Vielleicht ist es ja auch eher auf der Meta-Ebene so, dass sie sich super intellektuell super verstehen. Ja. Oh Mann. Komme ich zum Trinity War zurück, der ist halt der Krieg der Dreifaltigkeit, also Justice League, dann Justice League of America, da ist halt Catwoman drin und auch dieser Bass, den sie halt dazu führen und andere wie der Major Manhunter und so weiter und Green Arrow zum Beispiel, so als Gegengewicht gegen die Justice League, weil die gehören halt zur Regierung und die wollen halt ein Gegengewicht haben, weil die Justice League halt unabhängig operiert. Und Amerika mag das nicht. Ne? Könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen. Und dann gibt's noch die Justice League Dark, angeführt von John Constantine, kennt vielleicht einer. Da gab's einen Film mit Keanu Reeves, der hat schon was mit damit zu tun, aber Keanu Reeves ist halt nicht blond und kennt Brite. Oder ist er Brite? Aber er wirkt halt nicht so britisch. Und John Constantine, dann noch Zatanna, einer meiner lieblingsweiblichen Charaktere im DC-Universum, trägt immer so Netzstrümpfe und ist halt eine Zauberin. Mit so einem Hut. Und dann noch Frankenstein, das gibt halt total viele. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, es gibt ja so Comic-Reihen bei DC, da denkst du echt, Alter, was hat der Autor dort getrunken? Oder der die Charaktere erstellt hat. Es gibt ja schon manche Sachen, die ich echt total strange finde. Wie war das? Das ist nicht das hier, wie heißt denn das? Dieser Superdetektiv, Frankenstein-Superdetektiv. Super Agent, was soll ich das für dich so denkst? Ja. Hä? Na, der Frankenstein, um mal ganz kurz darauf einzugehen, arbeitet ja auch für eine Abteilung, die sich gegen das Paranormale kämpft. Das ist eine quasi ein arbeitet ist auch für die Regierung, aber ist auch sowas wie Argus. Die sind halt so gleichgestellt. Ja. Arbeiten aber kämpfen mal gegen Paranormales. Wenn jetzt ein Dimensionstor aufgeht und ein Superdämon kommt, dann ist Frankenstein der Erste an der Front, so der dagegen kämpft mit seinen Mystikern und sowas alles dahinter. Ja. Wie versteht er sich mit Konstantin so? Naja, ist halt so, er wollte Konstantin mal umbringen, okay. Aber jeder mag Konstantin irgendwie nicht, weil Konstantin immer nur alle ausspielt zu seinen eigenen Zwecken. Und später stellt sich dann heraus, eigentlich mag er sie alle und will das gar nicht so, aber es ist halt so sein Ding. Und alle hassen ihn halt irgendwie, weil sie das Gefühl haben, von ihm ausgespielt zu werden. Und so ist es auch mit Trinity War entstanden. Ja. Da geht's halt um Pandoras Büchse, die geöffnet wurde. Und Pandora will halt die Todsünden wieder reinkriegen. Und dann gibt's noch andere Charaktere und sie kämpfen halt darum, das zu verhindern, sozusagen, dass einer an die Büchse kommt und darüber Macht bekommt, weil es gibt dann ein bestimmtes Objekt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, weil darum geht's ja jetzt auch gar nicht mehr im Comic, aber nur mal, das ist jetzt Vorgeschichte. Und dadurch wird auch Superman korrumpiert und tötet andere. Und das, wie sich später herausstellt, wird er dann getötet, nicht ganz getötet, sondern er verschwindet dann auch. Und er stirbt halt.
halb und man weiß gar nicht genau warum. Und Wonder Woman will ihn retten und geht halt immer krasser vor, weil sie liebt ihn halt. Das ist halt das, so was Batman befürchtet hat und bringt halt alles in Unsicherheit und später stellt sich halt heraus, um das jetzt mal abzukürzen, weil darum geht ja mein Comic eigentlich gar nicht, was ich hab. Sie kämpfen alle gegeneinander, die aktivieren dieses Ding, weil sie denkt, sie kann damit Superman retten, aber es öffnet eine andere Dimension und das Crime-Syndikat kommt durch. Und das Crime-Syndikat ist quasi eine Gegenversion von Erde 3 zur Justice League. Okay. Mit statt Superman, Ultraman, statt Batman, Owlman und so weiter. Die halt aus ihrer Welt vertrieben wurde von einem mächtigen Wesen. Das will ich jetzt nicht spoilern, wer es ist. Ich sag mal, es ist der Counterpart von Thanos im DC-Universum. Okay. Mehr will ich jetzt Schwulos. Nicht sagen. Aber das. Schwulos, glaube ich, war das. Ja, deine Mutter Ross. Oh Mann, ey. Ja, und dieses, dadurch entsteht halt, die Justice League wird halt besiegt, weil halt sich alle nicht einig sind und es stehen neue Teams zwischen den drei Teams und sie kämpfen halt gegeneinander, weil sie, Wonder Woman will das und die anderen denken halt, oh nein, das bringt das lässt die Welt untergehen und so weiter und dadurch sind sie ja halt total verstritten, total zerstreut und werden halt vom Crime-Syndikat überrannt. Das Crime-Syndikat ruft die Herrschaft des Bösen aus und versammelt halt alle Bösen im DC-Universum unter sich. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Nee, in dem Cover nicht, aber ich weiß nicht, ob man das irgendwo anders sieht. Nee, man sieht da wirklich bloß den Anfang. Also da man alle Bösen halt unter sich. Hinter sich. Wie zum Beispiel, also deswegen unter sich. Versammelt sie, um ihre Herrschaft zu festigen. Zum Beispiel Freeze, den Joker, alle. Der Joker, da wird dann gemunkelt, der Joker ist gleich bereit, der schließt sich doch nirgendwo an, er wird uns gleich alle töten oder so in die Richtung. Und dann sieht man ihn auf jeden Fall nicht mehr, aber weiter wird darauf nicht eingegangen. Und die wollen halt, dass alle Bösen für sie kämpfen und ihre Herrschaft stabilisieren, aber sie halt weiter herrschen über alles. Und jeder darf halt ein Gebiet besitzen dafür und dafür kämpfen dann die Bösen halt für das Crime-Syndikat. Deswegen halt Herrschaft des Bösen. Und das Crime-Syndikat sind halt alles die Gegenstücke. Es gibt auch ein ich weiß gar nicht, ich muss mich gerade überlegen, wie hieß der? Der Gegenstück zu Green Lantern heißt, glaube ich, Power Ring. Und wird halt, hat auch einen coolen Part Power in dem Ring. Buch. Aber da gab's. Ist das der vorne auf dem Cover auch zu sehen ist? Der in grün mit dem Dreieck auf der Brust? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nein, in grün mit dem Dreieck auf der Brust ist Lex Luthor. Ach so, und das dahinter soll die Sinestro sein, wahrscheinlich da hinten, ne? Da hinten rechts. Genau. Um überhaupt mal auf die Story zu kommen, man muss so diese ganzen Vorgeschichten so bedenken. Die wollen halt ihre Macht stärken und am Anfang beginnt es halt so, Lex Luthor ist gerade so freigekommen, er wurde freigesprochen, will sich an Superman rächen und so sein Imperium wieder aufbauen und dann erfährt er so, die Justice League ist tot und er denkt sich so, scheiße, ich wollte Superman töten. Und versucht das halt weiter rauszuführen und er hat halt einen Klon von Superman gemacht, der irgendwie 10 Jahre reifen sollte. Aber es sind gerade mal 5 Jahre vorbei und er holt ihn schon raus und dabei entsteht halt Bizarro, der so ein Gegenstück, so ein Spiegelstück ist von Superman mit falsch rum S. Und halt total, der sieht man auch auf dem Cover oben in der Mitte. Und der kann halt kaum reden, das ist wie so ein Zombie, der so die gleichen Kräfte wie Superman hat. Und mit dem kämpft dann halt zusammen und schließt sich nach und nach mit bestimmten Schurken zusammen, die sich halt dem nicht unterwerfen sollen, wie zum Beispiel den Rogues, und er sieht links unten und auch Black Manta da drüber, der Gegenspieler von Aquaman ist und so weiter. Und dann kämpfen sie sich halt nach und nach zurück. Und Lex Luthor ist halt, der profiliert sich halt immer mehr und der baut eine Beziehung zu Bizarro auf und Lex Luthor hat richtig, 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 richtig cool. Ich habe den im Comic voll mein Herz geschlossen. Die Zeichnungen sind alle total solide. Ich am Anfang noch so lala, aber später werden sie halt sehr schön. Und man gibt zum Beispiel auch Gegenpart zu Alfred, dem Butler. Ja, Gayfred. Jetzt halt die Fresse, Tino. Der hat halt das Ganze ausgelöst. Also der hat quasi diese ganze Invasion aus dem anderen, von Erde 3 erst ausgelöst. Und dann gibt's halt so eine Stelle, da das Gegenstück von Green Lantern mit dem Power Ring, also Power Ring, und der Gegenspieler von, wie heißt er, Firestorm. Ich weiß nicht, ob der einer von euch kennt. Nee,
Noch nie gehört. So eine Art lebende Fackel. Okay, also wie Human Torch bloß in DC. Ja, bloß, dass er aus zwei Personen besteht. Der ist bei einem Experiment, so ist das so passiert, der ist aus zwei Personen zusammengeschweißt worden. Okay. Und ja, dann kämpft halt Batman. Der Power Ring will Batman besiegen und Batman hat noch irgendeinen Ring. Ich kenne leider diesen Ring nicht, diese Hintergrundgeschichte. Batman legt sie an. Ich würde mal gucken, ob hier was steht, vielleicht kannst du. Und der Power Ring ist halt der Gegenspieler von Green Lantern, basiert auf Furcht. Nicht auf Mut, sondern auf Furcht. Also ein Yellow der, Lantern sozusagen. Ja, er versucht aber Furcht mit seiner Macht zu verbreiten, okay. So in die Richtung. Mhm. Und Batman macht halt das ist halt auch das Gegenstück, was er zum Kampf gegen Green Lantern verwendet hat. Setzt halt diesen Ring auf und verwandelt sich halt in irgendeinen gelben Lantern. Keine Ahnung, ich kenne das nicht wirklich. Und dann versucht er halt, ihn zu bekämpfen, nimmt ihn diesen Ring ab. Ich weiß nicht, ob er gelb ist oder er hat ein schwarzes Logo auf der Brust und so gelbe Uniform, gelb-schwarze Uniform und so ein schwarz-weißes Logo auf der Brust. Keine Ahnung. Dann zerstört halt der Power Ring diesen Ring und dann kommt Sinestro und die jagt halt Power Ring und der flieht und kriegt immer mehr Angst und irgendwann ist er nur noch so ein verweichlichter Typ, der irgendwann nur noch wegrennt und jammert die ganze Zeit rum. Das ist halt total geil. Und Ultraman zum Beispiel, der Gegenspieler von Superman, der kriegt seine Kraft nicht durch die Sonne, sondern er muss Kryptonit in sie aufnehmen. Okay. Und irgendwann sagt halt das Kryptonit auf der Erde und will halt immer mehr Kryptonit aufnehmen, damit er seine Macht erhalten kann. Weil es gibt nämlich auch noch ein Liebestriangel oder Liebesquartett, kann man fast sagen. Ja. Weil das Gegenstück zu Wonder Woman heißt, glaube ich, Superwoman oder lass mich lügen, irgendwie so die Richtung. Und ist eigentlich Lois Lane. Okay. Lois Lane aus dem anderen Dings. Und Lois Lane ist schwanger. Und Ultraman denkt, das ist sein Kind. Genauso redet sie Owlman, also im Gegenstück von Batman ein, der quasi ein brutaler Batman ist, der seine Eltern getötet hat, weil er sie und einen Bruder hatte, den er auch getötet hat, weil er sie verweichlicht hält. Okay. Und Owlman redet sie auch ein, dass es sein Kind ist. Und dann sieht man später noch, also es gibt ja auch ein Gegenstück von, also vielleicht von jedem ein Gegenstück und die haben so ein bisschen andere Kräfte und Lex Luthor kämpft sich halt immer weiter vor, sammelt Leute um sich. Batman und Catwoman machen andere Operationen, suchen die Leute und es stellt sich halt heraus, dass die anderen in der Matrix von Firestorm, nachdem dieses Ding geöffnet wurde, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, nach dem Trinity War, alle in der Matrix von Firestorm gefangen sind. Superman, Wonder Woman und so weiter. Die wurden also nicht getötet und nicht besiegt. In dem Sinne, sie wurden dann eingesperrt. Und die wollen sie halt befreien. Und da kämpfen sie sich immer. Ganz am Anfang zum Beispiel, ich springe jetzt immer ein bisschen, weil mir jetzt immer was einfällt, sieht man, wie Nightwing so entdeckt, weil die leeren ja erstmal alle Gefängnisse, um alle, wirklich alle Bösen unter sich zu scharren. Und wie Nightwing entdeckt und denkt, das ist Wonder Woman, die da einbricht. Und dann wirklich halt, das ist, ich nenne sie jetzt mal Gegenstück von Wonder Woman. Und die schlägt ihn halt richtig zusammen, weil sie hat Superkräfte und Nightwing ist ja nur halt Dick Grayson. Und, da stellt sich aber auch, dass Owlman auch Gefühle für Dick Grayson hat und er ihn auch so ein bisschen wie ein Bruder ansieht und dann versucht er halt immer zu verhindern, dass die anderen ihn töten und so weiter. Spinnt sich das dann immer weiter. Und am Ende, nee, ich kann jetzt nicht, dann verrate ich das ganze Ende. Auf jeden Fall schließt sich das dann so ab, dass es noch einen vierten gibt, einen dritten möglichen Vater. Das ist ja wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der eigentlich, der mit der bösen Wonder Woman sozusagen, dem Gegenstück von Wonder Woman, alle nur ausgespielt hat, um da seine Macht zu kriegen und der auch die Kräfte von anderen aufnehmen kann, sozusagen. Und dann das macht und kann am Ende nur von Lex Luthor besiegt werden, weil sie halt die gleiche Stimme haben. Okay. Das ist ziemlich cool. Alle anderen scheitern halt irgendwie. Wer ist mittlerweile schon stärker als Superman und andere zusammen so, weil er halt die ganzen Kräfte von anderen aufgenommen hat und kann dann nur da besiegt werden. Und dann sieht man halt so, wie jetzt auch Böse teilweise dann als gut sich zu Guten wandeln. Lex Luthor hat seinen Bizarro, also den Superman, den er gezüchtet hat, ins Herz geschlossen. Und weil der ja auch nur Gutes will und Lex Luthor wandelt sich da so ein bisschen und auch Catwoman wird ja in dem neuen DC-Universum, er war sehr früher schon, aber ist auch eher eine Gute, die dann fürs Gute kämpft, als immer nur an sich selbst zu denken. Und so wandelt sich das dann und ich vermute, deswegen sieht man auf dem Cover von dem nächsten Justice League Comic nämlich,
dass zum Beispiel Lex Luthor auf dem Cover drauf ist bei der Justice League und so. Also ich vermute, dass jetzt, dass sich die Justice League nochmal wandeln wird und dass dann noch einige dazukommen in die Richtung. Das ist normales durchgemischt nach dem Event halt wirklich so, wie es halt bei Events so sein sollte. Wie hast du das denn, was hast du jetzt für ein Comic vor dir liegen? Was ist es für ein Format? Ein Softcover. Aber es ist schon ein Sammelband, so ein kleiner. Ja, 240 okay. Seiten halt. Ne? Und den wirst du jetzt aber auch weiter verfolgen. Oder? Ja, die Serie ist ja quasi damit abgeschlossen. Achso, das ist der letzte, du hast erzählt, das ist der letzte, ne? Das ist die. In dem Justice League, parallel dazu rausgekommen, in Justice League Band 7, erfährt man halt die Hintergrundstories von diesen Gegenstücken. So wie der andere Flash da so zu geworden ist. Er ist so ein Bonnie und Clyde und seine Freundin hat auch Kräfte bekommen, kann sich halt schrumpfen und hat halt Superman in dem Trinity War davor, ist in sein Ohr rein und hat ihm Kryptonit in den Kopf gesteckt. Deshalb wurde er immer schwächer. Und hat halt so getan, als wäre sie bei der Justice League und alle nur ausgespielt. Die war auch schon davor da. Und das stellt sich dann alles erst später heraus. So. Das ist schon über 3, 4, 5 Bände gelaufen. So. Und dann stellt sich das erst heraus. So. Das war schon ziemlich cool. Okay, kannst du noch was zum Zeichenstil sagen? Gefällt dir das so? Oder? Es gibt Besseres, aber ich finde es durchaus solide. Also mir gefällt es ganz gut. Also ich fand es ein bisschen unruhig. Muss ich sagen. Du musst mal, ich habe ja noch andere. Also die gepostet. Ersten, also das, ich rede jetzt erstmal nur vom Cover. Das Cover fand ich halt vom Zeichenstil sehr unruhig, aber wenn ich dann so reinblätter, es ist echt eigentlich in Ordnung. Das halt am Anfang sieht man Lex Luthor. Ja, ich mag. Dann siehst du halt auch, wie erstmal Nightwing weggeschnappt wird. Ne? Das sieht man da noch. Was ich erzählt hatte. Ja. Aber das ist, ich finde, das wird besser, noch später besser. Es ist halt auch ein großes Event. Ich glaube, es sind mehrere Zeichner. Und dann sieht man auch so eine große Runde, wie fast alle Bösewichten, die man so kennt, vor der Crimson in die Card steht. Und da bin ich auch erstmal minutenlang durchgegangen. Okay, wer ist das? Auch oh, cool, ja, also, das ist der und das ist der. Ist das eine Doppelseite? Ah, ja. Okay. Der ist eigentlich so, sind 4 Seiten hintereinander. Wow, okay. Und dann siehst du da echt Leute, teilweise einige kannte ich da gar nicht. Ja, ich mag das auch mal, wenn du irgendwie so Riesen-Events hast, wo dann auf einmal alle zu sehen sind. Das gibt's, glaube ich, in Age of Ultron gibt's auch so ein Panel, wo du es, oder halt so 2 Seiten, wo du es halt, wo du sämtliche Helden drauf siehst. Ist auch so wie da so ein Wimmelbild dann. Genau. Steht da Mr. Freeze, dann Scarecrow, dann daneben Deathstroke, dann dahinter der Riddler, dahinter Black Manta, daneben der Pinguin, Poison Ivy, dahinter der Trickster, also die Rogues und so weiter. Also wirklich, die man so kennt, Black Adam und so weiter. Cool. Hört auf jeden Fall sehr strange an. Also es gibt so ein, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Comic das war, es gibt bei Marvel eine ähnliche Geschichte mit den Avengers, wo es halt auch so ein Gegenuniversum gibt, so eine Negativzone oder irgendwie sowas. Und wo es sie selber dann auch nochmal im Böse gibt, sozusagen. Ja, das ist ja bei DC noch ein bisschen üblicher, 1000 verschiedene Dimensionen zu haben. Da gibt's ja sogar Comic-Reihen. Erde 2, ich glaube, die sammelt der Markus auch. Hat er mir erzählt, der Markus, den Tino vorhin genannt hatte. Der sammelt die auch, da ist halt alles ein bisschen anders. Da ist Supergirl zum Beispiel, Power Girl und so weiter. Und ich glaube, Tino müsste auch, in Harley Quinn Comic kommt, glaube ich, auch Power Girl vor. Das weißt du, oder, Tino? Ja, weiß ich. Okay. Tino ist völlig fertig. Ich würd sagen, das Problem ist immer, dass Tino anscheinend kein der Tino liest kein DC und deswegen. Deswegen, das muss ich nächstes Mal vielleicht ein bisschen durchmischen, damit Tino sich nicht ganz so langweilt. Aber da würde ich auch sagen, wenn du fertig bist, Tim, dann starten wir einfach mit dem. Vielleicht ist er erst mit der Vorgeschichte fertig. Mach weiter, Tim. Es ist halt wirklich zu sagen, dass es ein großes Event ist und man davor die ganzen anderen Sachen lesen muss. Die Sondermände sind nicht wichtig, wo halt da werden halt so die Geschichten von den Schurken erzählt. Wer sich dafür interessiert, kann die lesen. Sind nicht unbedingt wichtig, aber es gibt halt auch zu Batman zum Beispiel, wie in Arkham, wer sich da durchsetzt von den Bösewichten und sowas, ganz, ganz detailliert, wenn man es wissen will, habe ich noch nicht alles gelesen, hole ich noch ein paar Sachen nach, aber so grundsätzlich habe ich das Event durch. Mein erstes großes Event, was ich selbst gelesen habe. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Tino, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, aber ich schweige. Ja, weil willst kein FSK 18 Rating hier, ne? Das ist zu spät, weißt du. Ah, stimmt. Ja, aber ist nicht so schlimm.
Ich habe jetzt das mitgebracht, was dich mehr interessieren wird, hoffe ich zumindest. Und zwar habe ich mitgebracht den ersten Band von Inhuman. Ja, die meisten, aber ich weiß gar nicht, ob das so, so richtig bekannt ist, sind sie eigentlich nicht, oder? Sie werden mal so, also man kennt sie irgendwie, aber sie werden immer mal wieder erwähnt, aber man kennt sie kaum. Ja. Sie sind auf jeden Fall, Entschuldigung, sie sind auf jeden Fall bekannt dadurch, dass sie in dem MCU-Timeline drinstehen. Ah, okay. Dass ein Film rauskommt, glaube ich, 2019 richtig. Oder 2020. Dadurch kennt man sie schon und im MCU sollen sie aufgebaut werden als quasi Gegenstück zu, also als wie X-Men. Ja. Weil genau. Die haben sie ja im MCU nicht und deswegen ist das, glaube ich, jetzt auch nochmal so richtig rausgebracht worden, damit sie ein bisschen bekannter werden und auch dann da positioniert werden wie die X-Men halt im MCU, wo halt keine X-Men sind, weil die ja zu Fox gehören. Genau, so ist es, leider. Ja, es ist so, es gibt eine Vorgeschichte, in die das Comic mündet. Und zwar gibt es das Infinity-Event und das endet so, dass Black Bolt, der König von Attilan, das ist eine fliegende Insel über New York, die wird zerstört. Also er zündet eine Bombe, die sein Bruder gebaut hat und setzt dadurch ein Terrigen frei. Um das kurz zu erklären, es gibt eine Alienrasse, die Kree, und die Kree haben Experimente gemacht mit diversen anderen Menschen, also anderen Rassen, Darf ich was ergänzen? Ja, bitte. Die heißen Kree. Die Kree sind eine außerirdische Lebensform. Ja, die Kree. Ach so, ja, gut. Aus dem Skrull-Krieg. Ja, ob nun Kree oder Kree, das ist halt. Wolltest du jetzt am Anfang ergänzen, bevor ich es nochmal höre und ja, ich werde jetzt mal wieder Kree sagen. Okay, aus Prinzip. Gut. So, die Kree. jetzt kommt langsam der Klugscheißer-Modus von Tim. Das werdet ihr in unserem Podcast öfter mal mitbekommen. Ja, zumindest haben die Experimente gemacht an vielen anderen Alienrassen und unter anderem auch an den Menschen, an einer kleinen Gruppe von Menschen. Und diese Menschen besitzen ein bestimmtes Gen und auf dieses Gen, dieses Gen kann von diesem Terrigen verändert werden. In Attilan ist es halt so, dass irgendwann, wenn ein Inhuman mal erwachsen wird, wird er in einer Zeremonie mit diesem Terrigen in Verbindung gebracht und dann entwickelt er sich und mutiert zu einem oder bekommt halt durch das Terrigen Superheldenkräfte. Die können ganz unterschiedlich aussehen. Du kannst halt wirklich unterschiedliche Elemente beeinflussen. Es kann aber auch passieren, dass du einfach ein Gegenstand wirst mit Superheldenkräften. Das ist wirklich nicht wirklich definiert, was du werden kannst. Es sind meistens humanoide Lebensformen, also die quasi zwei Beine haben und zwei Arme und dann irgendwie eine Superkraft. Aber es kann wirklich alles Mögliche werden. Und zumindest ist es so, dass der König von Attilan, Black Bolt, die Insel mit einer Bombe zerstört und die Kristalle, die Terrigen-Kristalle im Grunde auch zerstört werden, explodieren und es wird ein Terrigen-Nebel freigesetzt und der wabert und zieht über die ganze Welt und verändert die Menschen, die dieses Gen besitzen. Und somit sprießen neue Superhelden wie, was sprießen schnell aus dem Boden? Ja, keine Ahnung, sprießen aus dem Boden. Man versteht dich schon. Es sprießen aus dem Boden und das ist das genau, warum ich auch Tinos Unterstützung so ein bisschen haben wollte, weil es gibt unglaublich viele neue Superhelden in diesem Universum. Bekannt ist, wie gesagt, Black Bolt und Medusa, die kennt man, glaube ich, auch, kannte man vorher auch schon. Die Geschichte beginnt halt, wie gesagt, damit, dass Black Bolt verschwunden ist und Medusa Königin von New Attilan wird, also Attilan ist quasi abgestürzt auf, ich glaube Manhattan, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube Manhattan ist es, und fängt dort an, Attilan neu zu errichten, nämlich New Attilan und die ganzen New Humans, wie sie genannt werden, um sich zu scharen und ihnen anzubieten, zu ihnen zu kommen, um dort auch ein bisschen ja, Schutz vor den Menschen zu haben, weil die natürlich sehr misstrauisch sind, obwohl sie immer sehr versucht, sehr, sehr transparent zu sein und den Menschen eher zu helfen. Ja, und wie gesagt, es gibt viele neue Superhelden. Es gibt zum Beispiel Inferno oder Dante heißt er ja. Er heißt dann, wenn er brennt, Inferno. Er ist also quasi sowas wie Human Torch, so ein bisschen, kann man sagen. Darf ich mal kurz was fragen? Auf dem Cover, die Schrift,
dass die so rechts, ganz rechts ist, das A und das N, hat das eine Bedeutung, dass das so ist? Hat das was damit zu tun, wie die alle entstehen? Ich glaube, ja. Wie du es beschrieben hast, also, mit den Splittern oder was auch immer. Also ich sehe jetzt da keinen Zusammenhang. Also wenn du, Tino, also ich glaube, das hat einfach einen Zusammenhang, und ich würde auch nicht Superhelden dazu sagen, sondern eher Mutanten, weil das... Ja, Mutanten ist richtig, ja. Das wäre quasi die, im Nerd-Space wäre das quasi die akkurate Bezeichnung der Inhumans und der New Inhumans. Oh, jetzt wird's klugscheißer, Tino. Ja, dass ich das mal kann, ne? Verrückt. Ja, ich denke schon, dass es damit in damit in Verbindung steht. Und fahre fort, Martin. Ja, ansonsten, wie gesagt, es gibt ein paar neue Superhelden, so ich sag mal Protagonisten, und es gibt zum Beispiel, wie gesagt, Inferno, der halt eine lebende Fackel ist und am Anfang das noch gar nicht so richtig kontrollieren kann, wie eigentlich jeder, der dort irgendwie auftaucht, die am Anfang nicht so ein bisschen Probleme damit haben. Es gibt einen, was muss ich kurz den Namen, ich weiß nicht, Finn oder Finch, ich weiß gar nicht mehr. Nee, Finch war Finchy. der halt so Steinfähigkeiten hat, die das Element Stein oder halt Sand und Stein bewegen kann. Es gibt einen asiatischen Charakter, der Luftdrücke beeinflussen kann. Und es gibt auch Naya. Naya ist so das, was die Verschwörungstheoretiker ganz oft sagen, es ist so ein Reptilienmensch. Genau. Den gibt es bei den Inhumans nämlich wirklich. Und ich würde sagen, das sind die vier Charaktere, die da neu eingeführt wurden. Und dann gibt es halt einen Ausbilder, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der das alles zeigt. Und wie gesagt, ansonsten geht es darum, dass Black Bolt verschwunden ist. Medusa versucht, Attila neu aufzubauen, und nebenbei, sie hat nämlich im Gefühl, ihr Mann kann nicht tot sein, er muss leben, und sucht halt auch nach ihm, ne? Genau, da tauchen auch die Avengers auf, die dann dort mal schauen, was da los ist, und es sind denn die Inhumans jetzt eine Bedrohung für die Menschen, und da kommt es zu einer, nicht die Konfrontation, es kommt zu einer Diskussion mehr, und sie am Endeffekt dann gut auflöst, also da passiert nichts weiter. Und dann kommen auch neue Charaktere dazu, noch neue Charaktere, nämlich zum Beispiel Lineage, der so ein kleiner Flüsterer ist, der wird der Berater von Medusa. Bei dem hat man von Anfang an eigentlich irgendwie ein schlechtes Gefühl, also ich hatte das von Anfang an. Ob sich das bestätigt, möchte ich jetzt nicht sagen, das muss man jeder selber gucken, aber es ist so ein typischer Charakter, wo man von Anfang an denkt, so, na, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung, und der weiß irgendwie zu viel und irgendwas führt im Schilde. Und da kommt auch noch ein ganz, ganz interessanter Charakter, der dann nachher Medusas Thron streitig macht, und das ist Unspoken. Und Unspoken ist, finde ich, sehr interessant. Der wird hier relativ schnell besiegt in dem Comic, aber ich hoffe, dass der später in den Folge-Comics dann nochmal auftaucht, weil er wirklich interessant ist, denn Unspoken ist einer der wenigen, die diese Telekinese vollziehen können, aber quasi in jede x-beliebige Form. Das heißt also, er kann jetzt so ein Terigen-Kristall in die Hand nehmen und kann sich aussuchen, was er wird, und dann auch wieder erneut das machen. Also er kann wieder ein Kristall nehmen und kann sich in was komplett anderes verwandeln. Also er ist wirklich da viel, viel flexibler als die anderen Inhumans und ist dann dementsprechend gefährlich. Was ich dann echt ein bisschen komisch finde, um das mal vorwegzunehmen, dass dieser Unspoken dann auch direkt von diesen vier Neulingen besiegt wird. Was ich so ein bisschen eigenartig fand, weil Unspoken wirkte für mich so ein bisschen erfahrener, was das angeht. Aber vielleicht gibt es ja ein großes Ganzes, was da verfolgt ist, weiß man nicht. Aber ich fand ihn, um ehrlich zu sein, ein bisschen zu schnell besiegt. Was ich ein bisschen komisch fand an dem Comic, es ist halt ein Megaband, und die Story ist nicht sehr homogen. Also die springt, also da wird teilweise ganz schön gesprungen drin. Man erfährt eine Wesensveränderung von Medusa, die überhaupt nicht richtig erklärt wird. Also man weiß bloß, sie war mal weg und ist jetzt komplett anders. Und das fand ich zwischendurch ganz, ganz komisch, weil das nicht erklärt wird. Erst quasi, wenn sie wieder bekehrt wird und wieder normal wird, dann wird es irgendwie mal kurz erwähnt. Aber vorher weißt du überhaupt nicht, warum ist denn die auf einmal so bitchy? Ne? Und das wird halt nicht wirklich erklärt. Das war ein bisschen komisch. Was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass mich die ersten, na, ich sag mal, das 20, 30 Seiten vom Zeichenstil übelst weggehauen haben. Also ich fand ich so toll. Und ja, die sind sehr, sehr glatt, fast wie in einem Zeichentrickfilm. Ich würde sagen, also diese Outlines, die sind halt, sehen für mich nach Bleistift aus. Also irgendwie was. Also sieht aus wie Bleistiftzeichnungen, die natürlich noch koloriert wurden, aber es sieht aus wie Bleistiftzeichnungen, und der Zeichner heißt Joey Madureira, und ich habe den auch bei Twitter mal kurz geschrieben, habe ihn für seine Arbeit beglückwünscht, der hat sich auch bedankt, und das ist wirklich der erste Zeichner, wo ich sage,
da würde ich mir einen Comic kaufen, nur weil er es gezeichnet hat. Und das hat mich echt richtig weggehauen, richtig, richtig gut gefallen. Und leider ist es aber so, dass genauso gut wie der Anfang war, zwischendrin eine Stelle kommt, wo ich das Gefühl hatte, da hat jemand Story-Skizzen koloriert und gesagt, das veröffentlichen wir jetzt, wir haben keine Zeit mehr. Also das ist echt nicht zumutbar. Das ist teilweise so schrecklich gezeichnet. Medusa ist auf einmal, das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht diskriminierend wirken, aber es ist so, ein Charakter hat ja eine bestimmte Körperform und die sollte möglichst homogen sein. Ich habe kein Problem, wenn es einen Helden gibt, einen Superhelden oder einen Mutanten gibt, der halt moppelig ist. Das ist absolut in Ordnung, aber es sollte homogen sein. Und ich finde halt, in dem Comic ist auf einmal Medusa übelst chubby. Und ich verstehe nicht, was das soll. Also es hat überhaupt gar keine Ästhetik mehr plötzlich. Und das stört mich wirklich. Und ich weiß gar nicht, wie der heißt. Es war ein Name, der kaum auszusprechen war. André Araujo, keine Ahnung, was das für eine Sprache ist. Aber auf jeden Fall ist das der Zeichen. Klingt sehr spanisch. Ja, ist irgendwie sowas. Aber es ist wirklich, ich würde sogar fast sagen, es ist französisch, weil da sind so viele. So können nur Franzosen zeichnen. Ey, wirklich schrecklich. Was echt witzig ist, der gleiche Zeichner, das ist quasi in den Sammelband sieht man das. Das sind Comic Nummer 13 und 14, die so schrecklich aussehen. Und 15 ist von dem gleichen Zeichner und sehen wieder gut aus. Ja. Und das ist total, es sieht wirklich so aus, als hätte man gesagt, wir haben jetzt keine Zeit mehr, wir müssen jetzt Comic 13 und 14 schnell rausbringen und für 15 haben wir dann wieder ein bisschen mehr Zeit und es ist wirklich schrecklich und das ist das, was mich, das Einzige, was mich an diesem Comic stört, diesem Sammelband und das Einzige, wo ich fast aufgegeben hätte, weil es einfach so scheiße plötzlich aussieht, ja. geht Tim gerade pinkeln? Ja, der ist auf Klo. ja, sehr gut, Tim. Er geht jetzt auf sein Katzenklo. Okay, ich Klo, hat er geschrieben bei Facebook, um das euch mal mitzuteilen. Ja, Tino, dann würde ich dir gerne das Wort übergeben. Ich habe schon einen Haufen Scheiß vergessen. Nö, also im Grunde, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, zusammenzufassen. Also Inhumans, was habe ich mir davon erwartet? Als es angekündigt worden ist, ich das Cover gesehen habe und du und ich uns ja sofort verstanden haben, was den Zeichenstil angeht, war ich übelst angeteased. Ich fand die Geschichte generell ja schon im Infinity-Event unglaublich spannend, alles um Black Bolt, auch die Stadt Attilan selbst eben diese Kultur, die sich da auch eben aufbaut und die eben quasi zum Erwachsenwerden gehört es dazu, sich diesen Nebel auszusetzen und sich weiterzuentwickeln. Das ist nochmal so symbolisch, so dieser Schritt ins Erwachsenwerden. Egal, ob du danach ein großes Portal bist oder eine Tasse mit magnetischen Superkräften oder dich in Flammen aufgehend als Barbecue-Grill da hinstellen kannst, das ist jetzt aber auch wirklich dahingestellt. Aber grundsätzlich die Idee dahinter finde ich nämlich ziemlich cool, dass nämlich in jedem Menschen trotzdem immer noch Potenzial herrscht. Also die Meta-Ebene, die dort angesprochen wird, finde ich mega interessant. Das Problem ist halt, dass der Gesamteindruck, genauso wie du schon sagtest, durch eine sehr fragile Story, also ich weiß, bei Megabänden und der epische Monolog von Tim, der auch gerechtfertigt war, der erstmal so Mini-Geschichten und sowas erzählt, das fehlt bei Inhumans sozusagen. Du hast zwar so die eine kleine Vorgeschichte, aber wie soll ich sagen? Marvel hat anscheinend noch nicht so den Dreh raus, das wirklich lückenlos ordentlich zu erzählen oder ordentlich zu verweisen. Also wie bei Medusa hast du den Fall gehabt, dass unten ein Verweis steht, ja, wenn du wissen willst, was da passiert ist, lest doch bitte irgendwie Axis oder so, weißt du? Und das ist so, finde ich ziemlich schwierig, dass es zumindest nicht irgendwie erklärt wird. Genauso auch andere Sachen, ich weiß gar nicht mehr, müsste ich jetzt raussuchen. Also ich fand das sehr durchwachsen, so ab dem dritten, vierten Band sehr sprunghaft, obwohl es sehr interessante Charaktere zeigt, die zum Anfang sehr detailliert sogar eingeführt werden, werden sie sehr, sehr oberflächlich im Laufe der Zeit. Und man hat sich so ein bisschen verloren in so einem großen Projekt. Man hat es auch nicht geschafft, durch den Zeichenstil großartig zu binden, weil wie gesagt, der junge Mann anscheinend gerade irgendwie schlechte Laune hatte oder so, oder sein Stil ist, erst scheiße zu zeichnen und dann gut, wer weiß. Also grundsätzlich kann man Inhumans schon empfehlen, so ist es nicht, aber es ist halt einer der Sammelbände, die leider zeigt, dass Qualität in solchen Sammelsorien sehr schwankend sein kann. Also habe ich schon Besseres erlebt und gelesen, vor allen Dingen
Ansonsten trotzdem einfach mal interessant, was so mit Black Bolt auch passiert, weil er ja auch eine wesentliche Rolle bei den New Avengers auch spielt. Und das auch parallel alles damit auch zu tun hat, das ist ganz cool. Was ich sehr cool finde oder generell bei den Marvel-Sachen auch momentan immer, sind diese politischen Hintergründe auch dabei. Also so wie eben New Attilan sich erst behaupten und beweisen muss, dass die Menschheit ihnen auch überhaupt vertraut. Das ist sehr gut dargestellt, die Problematiken, die dabei entstehen. Das mag ich sehr, das finde ich auch sehr spannend. Aber wie gesagt, es wird so wässrig. Also da hat man da einen Seitenstrang, hier einen Seitenstrang. Und warum eigentlich Lion Age das, was er tut, letztendlich tut, ist auch so ein bisschen nebulös. Und dann so unter dem Motto, das erfährst du dann im nächsten großen Event. Das ist mir alles zu... Ich habe so das Gefühl, und da mag man mich für bestrafen, dass ich das sage, aber es ist eine Art mega... Ich hatte das Wort gerade, verdammt, mega Überleitungsband, ein Überbrückungsband, so wie die, wie die Überbrückungsfilme Iron Man 2 und so, die halt Lücken schließen sollen. Denkst du, das ist ein Überbrückungsband zu Secret Wars? Ich denke ja. Und das ist sehr schade. Ich denke, die Grundmotivation war wirklich gewesen, Inhumans transparenter darzustellen, denen auch eine eigene Story zu geben. Gerade auch wegen dem MCU, denke ich, wird das auch daran liegen, die da auch ein bisschen mehr zu etablieren. Wobei Filmfan ja auch nicht gleich immer Comicfan sein muss. Aber es fühlt sich, als ich es gelesen habe, fühlte es sich danach sehr nüchtern an und wirklich so, als ob man versucht hat, gerade in den letzten 4 Heften oder was das war, mich abzuspeisen. Und es zog sich kein richtiger, konsequenter Faden durch, außer die Geschichte bezüglich Lion Age, aber die war so dünn und so vorhersehbar, dass es überhaupt nicht spannend war. Zwischenzeitlich war es ja nochmal spannend mit dem Dude, du hast ihn genannt, der ehemalige König von Attilan, der vor Black Bolt an der Macht war. Unspoken. Genau, Unspoken. Da war es nochmal kurz spannend, aber das ging auch super schnell, war es erledigt, also... Stimmt, das hatte ich vergessen zu sagen, dass Unspoken früher mal König war. Genau, und das ist so alles sehr vorhersehbar gewesen und dadurch auch recht langweilig, muss ich sagen. Und ich habe mich durch die letzten 4 Hefte wirklich gequält, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, das fängt stark an und flacht dann, wie du schon sagst, es flacht dann ziemlich ab so. Weil ich habe das Gefühl, so, dann wollen sie noch alles irgendwie zum Abschluss bringen und irgendwie noch versuchen, da noch so eine Logik reinzukriegen. Und ja, es ist schwierig. Wobei die Thematik wirklich total interessant ist, also auch dieses Inhuman-Universum in Anführungsstrichen ist echt super interessant. Ja, definitiv. Und das ist schade, weil damit haben sie sehr viel Potenzial verschenkt. Ich weiß, viele Kritiker haben es hoch gelobt, aber ich muss sagen, qualitativ bin ich eigentlich Besseres gewohnt und bin doch irgendwie enttäuscht. Dann hoffen wir, dass das vielleicht im Band 2, weil da steht eine 1 auf dem Buchrücken, und ich hoffe, da geht es weiter und vielleicht auch ein bisschen mit mehr Qualität, weil ich werde mir den nächsten auch kaufen, weil ich einfach, wie gesagt, die Thematik finde ich ganz interessant. Und ist eigentlich so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer, was so neue Sachen von Marvel angeht, obwohl die ja nicht wirklich neu sind. Also sind ja bloß noch nicht wirklich richtig angepackt worden. Soweit ich das hier lese, ist das die Einleitung für ein Secret Wars. Und wahrscheinlich vermute es kommt der Name Secret Wars weiter. Du warst auf Toilette. Doch, da war ich da. Aber ich wollte es nochmal anschließen daran, soweit ich das jetzt hier gerade, ich habe nochmal gegoogelt nebenbei. Soweit ich das hier lese, ist das, dass alles zu einem gemeinsamen Nenner führt, halt dem Secret Wars. Ich vermute, dass es dann, nachdem das Event abgeschlossen ist, dann mit Inhuman weitergehen wird. Mich als jemand, der jetzt nicht so viel damit zu tun hat, also ich kenne echt keinen der Charaktere, Black Bolt habe ich mal gehört. Ja, aber du, ganz ehrlich, das geht, glaube ich, das geht mir jetzt persönlich, ging das ja auch so, also da waren die Avengers waren dabei, da war Black Bolt und Medusa und mehr kannte ich dann auch nicht mehr. Ja, also was meint ihr denn in Bezug auf den Film, von den Charakteren her, können die X-Men ersetzen von der Vielfältigkeit her? Von der Vielfältigkeit auf jeden Fall, da sind sehr viele kreative Kräfte, dabei. Ich finde sie sogar interessanter als die X-Men. Also ich muss sagen, ich bin kein großer X-Men-Fan von irgendwelchen Dudes mit Phönix-Schwingen oder Pferdeschwingen oder irgendwelchen Dudes mit Laseraugen. Das war mir, also das mochte ich einfach damals schon nicht. Aber grundsätzlich, die sind sehr vielfältig, auch gerade durch diesen kulturellen Aspekt. Also nicht nur den politischen, sondern auch den kulturellen Aspekt, dass da eine eigene Kultur hintersteht. Es gibt ja auch die Fundamentalisten, zum Beispiel der, wie hieß er nochmal, Luma, Lema, Langa, Lana,
Der Dude am Anfang. Warte mal, der hieß. Der Böse. Naja, böse kannst du ja nicht sagen. Ja, der ist. Ja, ich. Ja, scheiße. Warte mal. Lash. Genau, Lash. Und ist der, der auf dem Cover ist. Genau, das ist Lash. Und er ist halt so ein Fundamentalist, der halt der Meinung ist, dass nicht jeder diese Fähigkeiten haben darf. Und das, was Blackbolt begangen hat, ist halt an seiner Kultur, an seiner Religion ein Verbrechen. Und das fand ich auch nochmal so einen ganz wesentlichen Aspekt. Und der verschwand halt auch in der Mitte des Comics einfach. Da ging es um sowas gar nicht mehr. Dann haben sie nochmal gegeneinander gekämpft, ganz schlecht, ganz kurz, obwohl Lash ein sehr übermächtiger Gegner scheint, weil er kann nämlich jede Art von Energie umwandeln in ja, so aufnehmen Art, und genau, ausstoßen. Ja. Also es ist so wie ich, wenn ich gesund esse, dann verwandelt sich das auch immer in Spritzpups. So. Was du natürlich nicht machst, aha, gesund essen. Doch schon, ab und zu schon. Und man ist immer wieder überrascht. Also in dem Aspekt, den du gerade genannt hast, unterscheiden sie sich quasi, das ist so der prägnante Aspekt, in dem sie sich von den X-Men unterscheiden. Grundsätzlich so wie ich auch von den verstehe. Fähigkeiten her, aber ich finde es sehr interessant, weil die Sache ist, was natürlich bei X-Men ist, sie sind halt etabliert, ne? Und das ist das, was der einzige Vorteil, den ich jetzt sehe. Aber ich bin gespannt, wie die Inhumans sich so, wie die sich so entwickeln. Also wie sie auch angenommen werden, so von den Fans und wird sich dann spätestens beim Film herausstellen, wie die gemocht werden. Ich hoffe ja immer noch, dass die Kree und die Skrull vorkommen. Irgendwann im MCU, auf die freue ich mich. Du meinst die Kree? Aber die Kree kam da schon vor. Genau. Ja, die kam wirklich bei Guardians of the Galaxy. Im MCU? Ja, Guardians of the Galaxy. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Nicht aufgepasst wieder. Ja. Nee, wo? Echt, die kam da vor? Müsst ihr mir danach mal erzählen. Die kam vor, ich weiß gar nicht mehr, welche Zusammenhang, aber ich weiß, dass sie vorkam. Du weißt es bestimmt, Tino, oder? Weißt du es? Na, jetzt musst du den Film mal gucken. Entweder war nicht Ronan einer von den Kree oder die Kree. Das kann sehr gut sein, ja. Genau. Ronan war einer von den Kree. Das klingt logisch irgendwie, weil er auch so komisch blau aussieht. Ja. Und aber, auf jeden Fall muss ich sagen, die haben Potenzial. Man hat hier aber die wichtigsten Faktoren, ich bin ja vielleicht auch nicht unbedingt die Kundschaft, ja, das muss man auch denken, junge Menschen, so 14-Jährige lesen sich durch, denken so, oh, auf jeder Seite wird gekämpft und geballert, geil. Für mich sind die anderen Konflikte viel, viel wesentlicher. Vielleicht hatte ich auch einfach einen zu hohen Anspruch, aber selbst dann hätte es mich enttäuscht, schon durch den Grafikhuren-Effekt. Bam, Butterfly-Effekt. Oh Mann, ich gucke jetzt gerade mal, ob ich noch Ronan finde. Ja, Ronan ist Kree. Ja, tatsächlich. Ja, cool, ey, wir haben jetzt 5 Comics durchgeboxt. Ey, wir haben jetzt ungefähr 2 Stunden gesprochen. Ist ganz schön lang. Kann sein, dass wir nächstes Mal vielleicht nur jeder ein Comic machen. Wir können danach mal kurz eine Feedback-Runde machen. Ja, ich habe aber auch noch eine Bitte. Ich möchte hiermit eine Annonce ausgeben für einen meiner besten Freunde, den Tim. Also, falls du da draußen Zauberin und mit Netzstrumpfhosen einen wundersüßen Knuschbarboy suchst, bitte melde dich bei uns. Ja, du findest uns. Ich kann euch ja gleich mal Satana schicken. Du findest uns auch auf Facebook. Ich weiß, wie Satana aussieht und ich finde die auch heiß. Und falls du auch deinen Zauberhut nicht nur mit einem Mann teilen willst, ich habe auch. Nein, okay. Gut. Auf jeden Fall für Tim, bitte meldet euch. Der steht auf Zauberinnen. Ja, also oder eine Emma, Frau, die Emma, die Hüfte Emma Stone. Bricht. Emma Stone zum Beispiel. Emma Stone ist eine Frau, die er gut findet. Oder auch Supergirl. Also aus dem Film, aus der Serie, Supergirl. Reden wir etwas anderes. Das ist so die Frau, auf die er steht. Er hat einen sehr hohen Anspruch. Du musst nicht super sein, aber. Aber Wanda wäre schon super, ne? Also Wanda und super intelligent auf jeden Fall wäre gut. Und, jetzt beiß ich mich. Wichtig ist super intelligent und super Geschwindigkeit. Super Geschwindigkeit. Tim kann nicht so schnell wie der Flash. Nein, ich mein vom Laufen her. Vom Laufen. Klar, vom Laufen. Wer hätte jetzt nicht gedacht? Vom Laufen. Ne? Auslaufen. Ja, Jungs, mein Bier ist leider schon alle. Jetzt hätte ich gesagt, wir trinken unseren letzten Schluck aus. Ich habe mir noch einen letzten Spuckschluck drin gelassen Für den Abschluss. Spuckschluck. Jetzt nochmal auf unsere erste Folge, die wir jetzt geschafft haben. Ja, haben wir hoffentlich gar nicht so schlecht gemacht. Und dann würde ich sagen, danke euch beiden. Und danke an alle, die zugehört haben. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt zu den Comics, dann schreibt uns irgendwie bei Twitter oder so. Wie gesagt, Daddle Club, da erreicht ihr uns. Und oder auch bei Facebook, da könnt ihr euch uns auch anschreiben. Wenn ihr Lob und Kritik habt,
dann auch das gerne dorthin. Ja, wie gesagt, Dankeschön ihr beiden und danke für alle, die jetzt durchgehalten haben bis hier an dieser Stelle. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal mit Lesewut, dem Comic-Stammtisch. Tschüss. Sie haben wieder ihre Anfälle.